Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie doch relativ zahlreich gekommen sind, trotz dieses schönen Wetters, was ja vielleicht viele abgehalten hat. Aber es ist ein spannendes Thema, was uns heute Abend erwartet. Und ich freue mich sehr, dass Heidi Benneckenstein praktisch eben erst angekommen ist, 3 Minuten vor halb, trotz der Streiks mit Mann und Kind, mit großer Verzögerung durch diese komplizierte Zugfahrt von München hierher. Und freue mich sehr, dass das möglich war. Es war nicht einfach, einen Termin zu finden. Und es ist ein Abend, der, glaube ich, spannend schon deshalb ist, weil er hauptsächlich ein Gespräch unter sozusagen den Angehörigen der gleichen Generation stattfinden wird. Denn Sie haben Gelegenheit, mit Studenten des Hauses zu diskutieren. Ich freue mich sehr, dass Sie, wie gesagt, gekommen sind, dass Sie hier die Zeit gefunden haben. Sie haben, glaube ich, ab Mai werden Sie wieder arbeiten, nach der Mutterteilzeit, ne? Oder Mutter Elternzeit, genau. Und deshalb war es wichtig, dass wir Sie vorher noch hierher einladen konnten, denn Sie haben ein Buch geschrieben, zusammen mit einem, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber Sie haben ein Buch veröffentlicht, was heißt Ein deutsches Mädchen, mein Leben in einer Neonazi-Familie. Ein Thema, das spannender nicht sein könnte, aber auch schwierig ist. Sie haben sozusagen dieses Buch geschrieben, in dem Sie auch über Ihren Ausstieg schreiben, aber auch eben über diese Phase der Sozialisation in einem Neonazi-Milieu. Sie benennen das sehr deutlich, sagen aber auch deutlich, wie lange Sie dort drin waren. All das werden wir hier im Gespräch diskutieren. Und ich will Ihnen nur kurz vorstellen, wer hier an der Runde teilnimmt. Franz Hübner, der rechts von Ihnen sitzt, ist Student des Hauses und studiert Sciences Po. Dilek Gürsel ist ebenfalls Studentin hier und studiert auch Sciences Po, unterschiedliche Masterstudiengänge. Und Nora Noll, ich kenne immer nur die Vornamen unserer Studenten. Nora studiert in Paris Trois deutsch-französische Literatur und Kulturwissenschaft und alle haben die Idee eigentlich bereitwillig aufgegriffen, dass dieses Gespräch unter Ihnen stattfinden soll. Sie sind hier in einem Studentenwohnheim, in einer Cité, das werden wir Ihnen dann nochmal erzählen und nochmal genauer zeigen. Also ein junges Milieu, das wahrscheinlich doch, denke ich, ganz anders ausgerichtet ist, das für Sie auch spannend sein wird. Und ich denke, wir haben heute Abend genug Gelegenheit, das Gespräch jetzt mit Ihnen in der Tiefe zu führen. Erstmal auf dem Podium und dann anschließend mit den Leuten im Publikum, mit unserem Publikum, was wir teilweise schon aus der Nähe kennen, was vor allen Dingen heute auch jung ist, weil Studenten dazugekommen sind, die sich extra Zeit genommen haben, trotz Examina. Wir haben das so gehandhabt, weil wir das eigentlich als Gespräch in deutscher Sprache verstanden haben, dass wir trotzdem für das Publikum, was nur Französisch versteht, und ich denke, das sind einige, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont besoin de la traduction. C'est ça? Alors, on va faire comme ça. On a deux étudiants, deux volontaires qui parlent très bien les deux langues. Et April et Elena vont traduire, pas mot à mot. Et on ne pouvait pas faire avec des étudiants qui ne sont pas spécialisés dans l'interprétariat. On ne pouvait pas vous livrer ce soir une traduction simultanée. On n'avait pas de possibilité pour ça, pour ce soir, mais il y aura toujours une traduction des questions et aussi une traduction après, un peu résumante, je pense, de la réponse. Und jetzt würde ich einfach direkt übergeben. Vielleicht wollen Sie direkt mal anfangen und etwas sagen. Ich glaube, es ist am besten, ich stelle mich erstmal vor und genau. Also ich bin eben diese Heidi, die dieses Buch geschrieben hat. Ich bin jetzt 26 Jahre alt. Ich bin, bis ich 19 Jahre alt war, in der Neonazi-Szene in Deutschland gewesen und
Ja, bin da aufgewachsen, war als Kind Mitglied in der Heimattreuen Deutschen Jugend. Das ist eine Organisation, die Kinder zu Neonazis erzieht, die 2009 verboten wurde. Und ja, das ist, glaube ich, so, das grob umfasst meine Biografie. Ja, ich bin dann ausgestiegen und bin heute Erzieherin und bin verheiratet und habe einen kleinen Sohn. D'accord. Donc Heidi est l'auteur du livre qu'on a lu, en tout cas ceux qui sont sur scène. Elle a 26 ans et jusqu'à ses 19 ans, elle a grandi dans une famille néo-nazie et dans un milieu néo-nazi duquel elle est seulement sortie à 19 ans. Jusqu'à ses 19 ans, elle était aussi membre d'une organisation qui éduque les jeunes avec l'idéologie nationale socialiste. Elle en est sortie et elle va nous présenter, enfin on va en parler aujourd'hui sur scène, du coup comment ça s'est passé. Et aujourd'hui elle vit à Munich, elle est mariée, elle a un fils et elle est éducatrice dans une crèche. Unsere erste Frage bezieht sich jetzt auf ganz aktuell den Erfolg ihres Buches, weil es ja wirklich eingeschlagen hat 2017. Ich habe ein bisschen geschaut, was es so für Reaktionen in den Medien gab, und im Grunde haben alle großen Zeitungen und Fernsehsender darauf reagiert. Also es gab Rezensionen in der FAZ, in der TAZ, MRD hat einen Beitrag über sie gemacht, sogar das ZDF hat einen Beitrag gebracht. Und da haben wir uns gefragt, wie Sie sich einerseits diese mediale Aufmerksamkeit erklären und ob es Sie überrascht hat. Und natürlich auch, wie Sie damit umgehen, weil es sicherlich ungewohnt ist, wenn man davor kaum jetzt in der großen Öffentlichkeit stand und plötzlich im Scheinwerferlicht zu stehen. Ach so, stimmt. Donc, la question concerne la réception du livre. On a bien vu que le livre avait été un succès en Allemagne. Beaucoup de gros journaux ont donné leurs critiques. Et la question, en fait, il y en a deux. Comment on explique cette grosse attention qui a été tout de suite portée sur le livre ? Et aussi, comment on gère une attention comme ça aussi soudaine ? Ja, also der Erfolg hat mich tatsächlich sehr überrascht. Ich hatte auch in den Phasen, in denen wir das Buch geschrieben haben, da so Momente, wo ich mir dachte, ach, das ist vielleicht gar nicht so interessant. Vielleicht denkt man das nur, weil man selbst irgendwie in dieser Geschichte steckt und einem das irgendwie 10 Leute gesagt haben. Aber ja, das Buch ist wirklich wirklich sehr, sehr gut verkauft worden. Es hat einen großen Erfolg gehabt, viel größer, als ich es mir jemals gedacht hätte oder als wir uns das gedacht hätten. Ja, also es ist tatsächlich schon schwierig, weil man es ist total schön, dass sich so viele Leute für dieses Buch interessieren und für diese Geschichte und sich damit auseinandersetzen. Auf der anderen Seite bedeutet das für mich aber eben auch, dass mich Nazis, immer mehr Nazis kennen, auch Nazis, die ich nicht kenne, und das ist natürlich auch eine Gefährdung. Also der Hass wird einfach größer, wenn man in der Öffentlichkeit steht und dann vielleicht auch noch irgendwie erfolgreich ist. Mittlerweile habe ich mich wieder sehr zurückgezogen. Das war auch so der Plan. Deswegen habe ich, ja, mittlerweile, also ist wieder sehr normal, so mein Leben. Das wollte ich auch so haben. Also das ist nicht das, was ich auf Dauer dann irgendwie möchte. Ich glaube, dass das Buch sehr erfolgreich war, weil, also es gab schon sehr viele Aussteigerbücher in Deutschland, die mittelmäßig bis gar nicht erfolgreich waren. Ich glaube, dass das in dem Fall einfach anders ist, weil es von einer Frau kommt, noch dazu von einer jungen Frau, von der man jetzt irgendwie nicht sofort denkt, dass sie in der Neonazi-Szene war. Dann ist es natürlich das Thema Kinder, das betrifft dann irgendwie immer alle, also da sind dann irgendwie die Leute mehr mit dabei, mit dem Gefühl. Und ja, es kann sich, glaube ich, auch, können sich sehr wenig Leute vorstellen, dass in unserer Gesellschaft Kinder so erzogen werden, dass das erlaubt ist und dass das überhaupt möglich ist. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Also das ist der Unterschied zu den anderen Büchern, die es bisher gab. Und das macht das Ganze natürlich interessanter. Natürlich haben wir im Moment in Deutschland auch eine politische Situation, die irgendwie den Augenmerk gerade
mehr auf dieses Thema rückt. Wenn Sie sagen, während... Le succès de ce livre a été surprenant parce que quand on vient de ce milieu, quand on a écrit soi-même le livre, on ne pense pas que c'est si intéressant que ça. Le livre a été très bien vendu. C'est assez dur aussi d'accueillir cette soudaine attention parce que c'est bien de réfléchir sur le livre, mais il y a beaucoup du coup de personnes du milieu nazi qui reconnaissent Heidi Böhnenkenstein et qui du coup ça devient vraiment un danger. Donc la nécessité a été de se retirer un peu dans la sphère privée pour pouvoir mener une vie normale. Et la raison du succès serait que oui, il y a eu beaucoup de livres écrits par des personnes qui sont sorties du milieu d'extrême droite, mais c'est aussi la particularité de ce livre, c'est qu'il a vraiment été écrit par une femme. Il y a aussi le thème de l'enfant qui a été aussi un peu le déclencheur de cette sortie. Qui est aussi intéressant et qui concerne finalement tout le monde. Et voilà. Et l'actualité politique a été mentionnée aussi. Exact, oui. Hein, qui actuellement est malheureusement, j'ajoute malheureusement, propice à cette idéologie de droite. Ich find's ganz schön zu hören, wie im Endeffekt der ganze Ablauf, dieses Buch zu schreiben, zustande gekommen ist. Also wann haben Sie das erste Mal drüber nachgedacht, sich hinzusetzen und drüber zu schreiben? Ich erinnere mich, am Anfang des Buches gelesen zu haben, dass auch größere deutsche Zeitungen auf Sie zugekommen sind, Sie da noch ein bisschen zurückhaltend waren zu der Stelle und dann irgendwann doch gesagt haben, den Entschluss gefasst haben, okay, jetzt möchte ich hier doch irgendwie was aufschreiben, meine Geschichte teilen. Was ging da in Ihnen vor? Und möglicherweise hat sich das jetzt rückblickend nochmal verändert. Also haben Sie während des Schreibprozesses auch nochmal ein ganz anderes Objektiv oder eine ganz andere Vorstellung von diesem Buch gewonnen? Du coup, la question, c'est comment ça a été le processus de l'écriture de ce livre? Parce qu'au début, beaucoup de grands journaux l'ont abordé, où elle a refusé au début d'écrire ce livre. Puis finalement, comment est venue l'idée d'écrire ce livre, comment s'est fait le processus, est-ce que quelque chose a changé pour elle aussi pendant l'écriture? Donc comment elle a vécu ce processus d'écriture du livre? Also es ging, also nach meinem Ausstieg kamen wirklich tatsächlich auch mehrere Verlage auf mich zu und haben mich... Hört man das? Ja, gut. und ja, ich habe mehrere Angebote sozusagen bekommen, auch immer wieder Leute, die gesagt haben, mach das doch. Und ich habe mir immer gedacht, nein, warum? Es gibt ja schon so viele Aussteigerbücher und irgendwie glaube ich nicht, dass ich das irgendwie möchte für mich. Und das erwartet die Szene dann auch immer so, dass jeder Aussteiger dann ein Buch schreibt. Das wollte ich dann nicht machen, was die Szene so von mir erwartet. Und wir haben ja in den ganzen Jahren, in denen wir ausgestiegen waren, sehr viel mit Medien gemacht. Wir haben irgendwie auch gemerkt, über die Jahre, das Interesse der Medien hat irgendwie auch nicht nachgelassen. Und irgendwann haben wir gedacht, okay, ich glaube, ich mache das jetzt einfach. Ich glaube, das ist irgendwie ein ganz guter Zeitpunkt. Und irgendwie hat man dann auch mehr die Möglichkeit, Dinge ausführlicher zu erzählen oder tiefer reinzugehen, als man es jetzt zum Beispiel in einem Zeitungs- oder einem Fernsehinterview hat, wo die Dinge immer nur so kurz angerissen werden und man aber viele Hintergründe einfach nicht erklären kann. Und ja, der Prozess, das Buch zu schreiben, war leichter, als ich dachte. Ich dachte, das ist total schwierig und da muss man sich so öffnen und so. Aber das ging mit meinem Ghostwriter, das ging echt ganz gut. Das hat wunderbar funktioniert. Ich habe das dem erzählt und er hat das dann auch wirklich tatsächlich genauso aufgeschrieben. Das ist dann komisch, das im Nachhinein so zu lesen. Aber es war echt angenehm und ja, während man das Buch so schreibt, merkt man dann irgendwie doch, dass es Themen gibt, die einen dann doch vielleicht noch mehr belasten, als man es tatsächlich gedacht hätte. Also wenn man dann doch so tiefer in die Erzählung geht. Mittlerweile bin ich eigentlich froh, dass ich es gemacht habe und ja, habe damit jetzt auch so meinen Frieden irgendwie gefunden, auch mit der Geschichte und ja. Donc, du coup, elle raconte qu'après qu'elle soit sortie du milieu néo-nazi, beaucoup d'éditeurs l'ont approchée
et qu'elle a refusé au début parce que quelque part elle sentait cette attente que quelqu'un qui sort d'un tel milieu doit écrire un livre, ce qu'elle ne voulait pas. Mais l'intérêt des médias n'a pas relâché et elle a remarqué que pendant les interviews, en fait, elle ne pouvait pas aller assez loin, elle ne pouvait pas expliquer vraiment, vraiment ce qui s'est passé, son enfance, etc., tout le contexte. Et donc elle a écrit ce livre parce qu'elle a eu envie d'aller plus loin qu'un simple interview. Et pendant l'écriture du livre, elle a remarqué que c'était beaucoup plus facile qu'elle le pensait, qu'elle arrivait à s'ouvrir assez facilement sur ses expériences aussi avec le journaliste avec lequel elle a travaillé. Et elle a aussi remarqué que pour elle, des thèmes qu'elle pensait enfouis étaient en fait plus importants et sont revenus. Elle a eu l'occasion de creuser un peu des thèmes qui l'occupaient beaucoup. Ich hatte eine kurze Frage hier. Wie lange hat es gedauert, dieses Buch zu verfassen tatsächlich? Weil es klang jetzt so, ja, das fiel dir leicht, oder Ihnen, entschuldige. Aber gleichzeitig kann ich mir vorstellen, da habe ich auch beim Lesen gemerkt, dass einige Passagen vielleicht nicht unbedingt sich so leicht haben runterschreiben lassen. Und mich würde es wundern, wie lange so ein Prozess dauert oder bei Ihnen gedauert hat. Combien de temps a duré l'écriture du livre? Ich glaube, es, also ich habe mich halt sehr häufig mit ihm getroffen. Ich glaube, es war dann irgendwie so insgesamt ein Prozess von einem halben Jahr, also von dem Zeitpunkt, wo wir dann tatsächlich angefangen haben zu schreiben, bis dann die Geschichte so gestanden hat, also bis ich dann so alles erzählt habe. Und wir haben uns eine Zeit lang tatsächlich eigentlich jede Woche einmal getroffen. Also ja, es ist dann doch schon relativ viel Arbeit dann auch. Il y a eu beaucoup de rencontres avec le journaliste avec lequel elle a collaboré. Ça a duré à peu près 6 mois, ils se sont vus à peu près une fois par semaine. Donc ça a pris quand même un certain temps pour écrire toute son histoire. Genau, ich denke, fürs Publikum auch ist es jetzt ganz interessant, so ein bisschen wirklich in den Inhalt einzutauchen. Und ein großer Teil ihres Buches geht ja tatsächlich auch um ihre Kindheit. Es macht das Buch ja, wie Sie gesagt haben, auch ganz besonders, dass sie halt wirklich, wie der Titel sagt, in einer Neonazi-Familie groß geworden sind, sich nicht erst zu einem späteren Alter entschieden haben, dort einzutreten. Sie haben schon die hammertreue deutsche Jugend genannt. Ich denke, das wäre ein ganz interessanter Einstiegspunkt auch von dieser, ich glaube, im Titel hatten wir die Parallelwelt oder in der Beschreibung hatten wir die Parallelwelt erwähnt, dass man das so ein bisschen versteht, auch jetzt für das Publikum, für die, die es noch nicht gelesen haben. Was ist diese heimattreue deutsche Jugend? Sie haben gesagt, wurde jetzt verboten. Was ist da passiert? Wie hat das Ihre Kindheit geprägt? Il y a une grande partie du livre qui est consacrée à l'enfance de l'auteur, étant donné qu'elle a vraiment grandi dans une famille de néo-nazis. La question, c'est qu'est-ce qu'est cette organisation de jeunesse de laquelle elle a été membre et comment ça a marqué son enfance. Also die Heimattreue deutsche Jugend ist eigentlich so mit der direkte Nachfolger der Hitlerjugend, also und die, also das Vorbild ist definitiv die Hitlerjugend und danach wird auch alles ausgerichtet. Also den Kindern werden als Vorbilder eben NS-Größen gezeigt. Es wird der Holocaust auch sehr offen geleugnet. Es werden Kriegsverbrecher als Helden stilisiert vor den Kindern. Und der Alltag ist sehr militärisch, sehr durchstrukturiert. Und es gibt für die Kinder eben keine Möglichkeit, irgendwie individuell zu sein oder individuell zu entscheiden, was das Kind machen möchte. Und ich habe das als Kind immer als sehr stressig empfunden. Also für mich war das irgendwie ein wahnsinniger Druck, den ich eigentlich nicht aushalten konnte, obwohl ich ja zu Hause eine ähnliche Situation hatte. Aber das dann auch in den Ferien so intensiv zu haben, war für mich sehr schlimm. Und ja, also tatsächlich kann man da schon davon ausgehen, dass in Deutschland über mehrere hunderte Kinder so aufwachsen. Also so ungewöhnlich ist es dann tatsächlich auch irgendwie wieder nicht. Es ist echt schockierend. Und ja, diese Kinder sind mittlerweile selbst erwachsen und bringen ihre Kinder heute in ähnliche Lager. Also auch nach dem Verbot haben sich daraus einfach neue Organisationen gebildet, wie das nach dem Krieg eben dann auch immer weitergegangen ist mit der HJ. Was zeichnet diese Kinder möglicherweise aus? Also nur als direkte Follow-up-Frage, danach können wir gleich. Wie haben Sie das quasi mit den Kindern dort wahrgenommen? Also Sie haben selber gesagt, dass es für Sie eine eher unschöne Erfahrung war. Okay, gut. Donc cette organisation de jeunesse à laquelle elle a appartenu, c'est le successeur direct des jeunesses hitlériennes.
À l'époque, on montrait aussi beaucoup d'exemples de personnes qui avaient appartenu à la SS. On niait l'Holocauste. On présentait les criminels de guerre comme des héros. Et ce qui fait, ça donne qu'en fait, on donne pas la possibilité aux enfants de s'épanouir individuellement. Heidi Böhn-Eckenstein a vécu ça de manière très stressante. C'était une pression qu'elle avait beaucoup de mal à supporter. Il faut savoir aussi qu'en Allemagne, il y a plusieurs centaines d'enfants qui grandissent aussi comme ça dans ces camps. Et ce sont souvent des enfants qui sont livrés à eux-mêmes et qui ensuite, par la suite, appartiennent aussi à d'autres organisations et en créent des nouvelles aussi. Genau, meine Follow-up-Frage dazu. wie Sie das wahrgenommen haben für im Endeffekt die Kinder dort, also Sie haben Ihre eigene Meinung dazu gesagt, wie haben Sie wahrgenommen, dass die anderen Kinder das möglicherweise wahrnehmen und was machen diese Kinder heute im Erwachsenenalter, wenn Sie das wissen? Also die Kinder, die mir da am meisten in Erinnerung geblieben sind, die da auch immer mit dabei waren, waren die Kinder führender Köpfe der Neonazi-Szene, die damit wirklich von klein auf aufgewachsen sind, die da schon als Babys mit auf den Familienlagern waren, die es dann nämlich auch extra für die Erwachsenen und die ganz Kleinen gibt. Für die war das ganz normal. Also die sind da gut zurechtgekommen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass da andere Kinder Probleme damit hatten. Ganz anders war es bei den Kindern, die dann irgendwann mal dazugekommen sind, wo die Eltern erst später irgendwie in die Neonazi-Szene gerutscht sind. Da hat man schon gemerkt, dass das eine oder andere Kind Probleme hat, mit diesen Strukturen klarzukommen, mit diesem Drill klarzukommen und auch in diese Gemeinschaft reinzukommen. Aber ich war tatsächlich auch als Kind in einer Situation total erschrocken. Also gerade wenn es um irgendwie so NS-Symboliken geht, da war ich schon immer sehr sensibel, weil man lernt das ja zu Hause, dass das verboten ist, aber es wird halt eben trotzdem gezeigt. Aber es ist ja dann so ein Geheimnis für die Kinder. Und manche von diesen Kindern haben das eben ganz offen gezeigt. Also die sind dann in einem anderen Bundesland aufgewachsen, wo man nicht so sehr dahinter war, wie zum Beispiel in Bayern, dass sowas nicht so offen gezeigt wird oder ja, die Polizei da einfach nicht so massiv war. Und das waren so Situationen, in denen ich mich immer dann irgendwie total erschrocken habe und damit irgendwie gar nicht umgehen konnte, dass da so verbotene Dinge passieren und ich auch in dem Wissen war, dass wir dafür verfolgt werden können, dass die Polizei kommen kann und so. Also ja, andere Kinder sind damit viel offener umgegangen und denen ist es auch viel leichter gefallen. Donc la question était de savoir comment les autres enfants vivaient cette expérience. Pour les enfants qui s'avéraient être des têtes pensantes, ceux qui guidaient un peu aussi l'organisation, voilà, c'est des enfants qui ont grandi aussi également dès le départ dans des familles néo-nazies et qui ont visité très tôt aussi ces camps et qui les ont fréquentés. Plus tard, pour ceux qui ont rejoint le milieu un peu plus tard, c'était déjà un peu plus compliqué. Ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on, voilà, c'était les choses qui étaient montrées là-bas, c'était souvent passé comme un secret. Mais il y avait certains enfants aussi qui disaient ces choses et qui disaient toutes les choses interdites qu'ils faisaient. Et du coup, Heidi Böhn-Eckenstein n'était pas très à l'aise avec ça. Et voilà, c'était aussi un peu choquant pour elle de savoir que toutes ces choses qui se passaient dans ces camps étaient des choses interdites et que la police pouvait arriver à tout moment. Ja, Sie haben ja eben auch Ihre Familie erwähnt, dass es da ähnlich autoritär zuging wie in diesen Jugendlagern. Und eben auch fürs Publikum wäre es vielleicht schön, ein bisschen zu erläutern, wie denn überhaupt die Neonazi-Ideologie sich im Familienalltag gezeigt hat und wie Ihre Erziehung dadurch geprägt wurde. Und vielleicht auch, wie das Ihre Schwestern wahrgenommen haben, da Sie ja drei Schwestern haben, wie aus dem Buch klar wird. Also es fällt, glaube ich, da als erstes mal auf, dass bei uns das Familienbild so ganz klassisch war. Mein Vater war das Familienoberhaupt, der war derjenige, der bestimmt hat. Meine Mutter war dann aber die, die uns Kinder auch erziehen sollte, also die sich um uns kümmern sollte. Da hat mein Vater sich so aus diesen Alltagssachen komplett rausgehalten. Aber genau, die autoritären Eingriffe kamen dann eben von ihm. Ja, bei uns zu Hause
hat, wie gesagt, mein Vater das Sagen gehabt und der hat eigentlich über alles entschieden, was wir so gemacht haben, also welche Hobbys wir haben, was für Musik wir hören, welche Bücher wir lesen, was wir spielen, mit welchen Freunden wir was spielen und ja auch, wie es bei uns zu Hause zugeht, was für Werte uns vermittelt werden. Und das war eben alles sehr, sehr streng. Also angefangen davon, dass wir extrem höflich sein mussten. Also irgendwelche, ja, also wir als Kinder hatten eben leise zu sein, wenn Erwachsene dabei waren und hatten immer Erwachsene zu bestätigen und eben keine Widerworte zu geben. Dann waren die Mahlzeiten ganz strikt geregelt. Auch dort sollten wir uns eigentlich nicht unterhalten, es sei denn, mein Vater hat uns irgendwie dazu aufgefordert. Und wenn wir irgendwie aus seinen strengen Regeln ausgebrochen sind, dann hatte das eben immer massive Konsequenzen. Also entweder er hat uns ausgegrenzt aus der Familie, hat massiven psychischen Druck ausgeübt oder er hat ist sogar körperlich geworden. Und in das alles hat eben auch noch diese Ideologie mit reingespielt. Also ja, eben, es wäre niemals möglich gewesen, dass wir irgendwelche Freunde haben, die mein Vater nicht akzeptiert hätte, also die Migrationshintergrund haben oder eine andere Religion leben oder so, das wäre gar nicht möglich gewesen. Genauso hat er entschieden, dass wir nur deutsche Schriftsteller lesen dürfen. Das hat er zum Glück nie so ganz geschafft, da einzugreifen. Also wir haben viele Autoren gelesen, die wir nicht hätten lesen dürfen. Ja, noch dazu hat mein Vater eigentlich von Anfang an uns mit dem NS in Kontakt gebracht. Also es wurde vor uns Kindern, als wir schon ganz klein waren, einfach der Holocaust geleugnet. Das wurde auch irgendwie nicht weiter erklärt. Das gibt's einfach nicht. Das ist alles gelogen. Fertig, aus. Also Nachfragen waren ja eigentlich auch nicht erwünscht. Genauso hatte er eine ganz spezielle Meinung eben zu Alliierten und hat mir dann eben mit 7 Jahren, glaube ich, erklärt, ja, dass wir mit Amerika keinen Friedensvertrag haben und dass da jederzeit wieder Krieg entstehen kann und dass das sozusagen willkürlich passieren kann, so wie Amerika eben Lust hätte. Das löst natürlich in einem Kind massive Ängste aus. Also da wurde auch ganz massiv einfach mit Ängsten gespielt und auch mit Druck, der da aufgebaut wurde. Also man kann es immer so gar nicht im Detail, also da muss man einfach so viele erzählen. Aber das sind so ein paar Kleinigkeiten. Also auch, ja, bei uns im Bücherregal standen, wie gesagt, erstmal nur deutsche Autoren. Sehr viel Weltkriegsliteratur, wir hatten x Bildbände von Hitler und vom Obersalzberg und von der schönen Zeit. Ja, und mit solchen Sachen hat er uns dann schon sehr früh konfrontiert und uns eben, ja, die NS-Zeit so als glorreiche Zeit präsentiert. Donc la question se tournait autour de la famille dont elle parle beaucoup dans son livre et comment ça l'a influencé. Elle a une famille très classique en fait, donc très patriarcale avec la mère au foyer et un père qui décide complètement de la vie de famille et qui est extrêmement autoritaire. Qui décide quelle musique va être jouée, quels livres vont être lus, donc seulement des livres d'auteurs allemands, qui étaient très sévères aussi au niveau des mœurs, donc pas de discussion à table, toujours être d'accord avec les adultes, etc. Quand un enfant n'était pas d'accord avec lui, qui exerçait beaucoup de pression psychique, mais aussi qui les battait. Et donc avec ce père, elle a été au contact de la scène nazie depuis qu'elle était toute petite. Depuis qu'elle était toute petite, on lui a dit que la Shoah n'existait pas, quand elle a eu 7 ans, son père lui a expliqué qu'il n'y avait pas de paix avec les alliés, que l'Amérique pouvait attaquer l'Allemagne à tout moment selon son bon vouloir. Ce qui, bien sûr, pour un enfant qui imagine une guerre comme ça, fait émerger beaucoup, beaucoup de peur et beaucoup de stress. Donc elle décrit ces petits détails, mais dans la bibliothèque, il n'y avait que des livres sur la Seconde Guerre mondiale, sur Hitler, sur le bon vieux temps. Et que c'est tous ces petits détails qui s'accumulent qui fait que la pression est tellement grande qu'on ne peut pas en sortir étant enfant. Peut-être on va encore revenir là-dessus, mais l'anti-américanisme qui existait aussi dans ces milieux, je pense que ça c'est aussi intéressant. Peut-être. Ja,
Jetzt sofort oder später? Ich weiß ja nicht, was ihr noch so. Also ich wäre jetzt nochmal auf die Mutterrolle eingegangen, aber wenn das jetzt gerade... Okay. Ja, und zwar, ich wollte nochmal bei der Familie nachhaken und bei der Mutterrolle und gerade bei ihrer Mutter, weil ich das Gefühl hatte, als ich das Buch gelesen habe, dass ihre Mutter eigentlich auch nicht so ganz von der Sache überzeugt war. Immer ihre Eltern haben sich ja auch dann getrennt und sie haben ja auch noch ein Verhältnis mit ihrer Mutter, zu ihrem Vater ja nicht mehr so wirklich. Und ich habe mich da gefragt währenddessen, wie oft sie sich vielleicht doch dann dagegen gestellt hat, ob sie sich dagegen gestellt hat, was ihr Vater ihnen angetan hat. Weil ich weiß nicht, wenn die Mutter die Erzieherin ist in der Familie und diese Beziehung zu ihnen ja viel stärker ist, dann kann sie das ja gar nicht so gut mit ansehen, würde ich denken. Wie haben sie das wahrgenommen? Hat sie sich dann doch vielleicht eher zurückgezogen, um keinen Streit zu haben? Ich weiß nicht, ob das zu persönlich ist, aber ich fand, das waren immer so die Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich das Buch gelesen habe, weil man ja dann auch selbst reflektiert bei der eigenen Familie und das würde mich interessieren. Donc la question porte sur le rôle de la mère qui à la lecture du livre ne semble pas aussi convaincue que le père des idées national-socialistes. La question c'est est-ce que la mère s'est un peu retirée de cette éducation et voilà, quelle était en gros sa réaction par rapport aussi aux idées du père et de la manière dont il éduquait ses filles, et surtout Heidi Benneckenstein. Ja, meine Mama. Ja, als ich das Buch geschrieben habe, ist mir da auch irgendwie vieles nochmal anders bewusst geworden. Ich hatte dann auch eine Phase, da war ich echt sauer auf sie, weil ich da schon nochmal drüber nachgedacht habe, wie viel sie da eigentlich angeschaut hat und nichts gesagt hat. Ich weiß nicht, meine Mutter hat, ich glaube, man kann das schon irgendwie so erklären, meine Mutter hat selbst eine sehr dominante Mutter und ich glaube, sie war das irgendwie von Anfang an gewohnt, sich da irgendjemanden zu unterwerfen und ich glaube, so erklärt sie sich das heute auch selbst. Und als mein Vater kam, hat sie sich dann eben ihm da irgendwie untergeben und hat ihn einfach mal machen lassen. Ich glaube schon, dass sie so rebelliert hat, irgendwie im Kleinen und auch in verschiedenen Situationen hat uns versucht hat, ihn vor uns zu beschützen. Aber es gab auch genug Situationen, in denen sie da tatsächlich einfach zugeschaut hat und einfach nichts gesagt hat oder einfach weggeschaut hat. Und das sind die Situationen, mit denen es mir heute auch noch nicht so gut geht. Aber ich glaube ihr auch nicht. Also ich habe ihr das dann schon auch irgendwann mal gesagt, dass mir das wieder so in den Kopf gekommen ist, so Verschiedenes. Ich weiß nicht genau, was der Grund dafür war, warum sie das alles so zugelassen hat. Ich kann da ja nur spekulieren. Ich glaube, dass sie einfach nicht die Kraft hatte, lange Zeit sich da gegen ihn zu wehren und irgendwie eine eigene Position zu beziehen. Und ich glaube, da ist auch ganz viel Angst dabei. Also Frauen, ich weiß nicht, wie das in Frankreich ist, aber Frauen in Deutschland, wenn die alleinerziehend werden, das ist halt schon immer noch finanziell sehr schwierig und es ist grundsätzlich irgendwie immer noch sozial irgendwie schwierig für alleinerziehende Mütter. Ich glaube, mein Vater hat sie wohl auch damit unter Druck gesetzt, dass sie keinen Unterhalt bekommt und dass er sie alleine lässt. Und ich glaube, sie hat da einfach auch Angst gehabt, dass sie tatsächlich dann mit uns dasteht und nicht weiß, wie sie mit uns leben soll. En écrivant le livre, une des premières réactions par rapport à sa mère est que Heidi Benneckenstein était un peu en colère. Puisque la question s'est posée de combien de fois avait-elle regardé ce qui se passait sans rien dire. Sa mère adopte plutôt une position plus ou moins soumise. Elle s'est rebellée plusieurs fois, elle a essayé de les protéger, mais parfois elle n'a juste rien dit. Et la raison est encore inconnue à l'heure qu'il est, mais on peut supposer qu'elle n'avait pas la force de se défendre contre son mari et que aussi se défendre contre lui, c'était prendre le risque de devenir une mère seule qui élève... ses enfants, c'était une financièrement compliqué étant donné que c'était son mari qui ramenait le seul salaire et aussi socialement compliqué puisqu'on connaît l'image qui est prêtée aussi aux mères célibataires. Voilà, c'est surtout certainement la peur qui dominait.
Genau, ich würde nochmal auch auf die Kindheit zurückkommen, wenn Sie sagen, dass Sie praktisch die ganze Zeit konstant mit dieser Angst aufgewachsen sind, also der Krieg ist irgendwie allgegenwärtig. Wann hat es bei Ihnen eingesetzt, diese Rhetorik vielleicht mal zu hinterfragen oder in der Schule, sage ich mal, möglicherweise sich da mit Gleichaltrigen auszutauschen und entsetzte Gesichter zu bekommen? Oder wo sind so Ihre ersten Erinnerungen möglicherweise, dass das Ihre Familie oder Ihr Leben zu Hause möglicherweise anders läuft als bei Ihren gleichaltrigen Mitschülern? Du coup, la question est quand, vu qu'elle a grandi vraiment avec cette peur au ventre, avec cette guerre omniprésente quasi, quand elle a commencé à questionner un peu cette rhétorique, c'était à l'école ou ses premiers souvenirs où elle a commencé à mettre en question ce qu'elle apprenait à la maison? Also dieses Bewusstsein, dass bei einem selbst was anders ist als bei anderen Kindern, das kommt sehr früh. Also ich hatte auch Freundinnen und so und war bei denen zu Hause und habe natürlich gesehen, dass es da alles ganz anders ist. Aber man akzeptiert das, es ist einfach so. Also es ist einfach so, wie es bei einem ist. Und auch wenn man sich es anders wünscht, es ist halt so. Und es gab, glaube ich, auch schon sehr früh Momente, in denen es irgendwie so an dieser Ideologie gekratzt hat. Aber am Ende ist doch in den ersten 10 Jahren das erstmal das Wichtigste, was die Eltern sagen und was irgendwelche Lehrer sagen, ist dann irgendwie zweitrangig. Also das, was auch in der Grundschule schon so an Kleinigkeiten da transportiert wurde, das konnte ich überhaupt nicht an mich ranlassen. Und erst nach der Trennung meiner Eltern habe ich ja dann angefangen, bestimmte Dinge zu hinterfragen. Meine Mutter hat sich dann auch sehr geöffnet. Wir hatten dann auch ein relativ normales Leben zu Hause. Und meine Mutter hat mir, das erzähle ich ja auch in dem Buch, dieses eine Buch ausgeliehen, wo es eben über das Euthanasie-Programm im Dritten Reich ging. Und das hat mich wirklich völlig fertig gemacht, dass diese Helden meiner Kindheit einfach Kinder umgebracht haben, weil sie nicht perfekt sind und auch aus völlig nichtigen Gründen. Und ich habe mich dann auch gefragt, was mein Vater wohl mit uns gemacht hätte, wenn wir irgendwelche Behinderungen gehabt hätten. Und ich habe die Diskussion dann auch mit ihm gesucht und die hat er völlig abgeblockt. Das Gespräch ist ja völlig eskaliert. Ja, und das war dann wirklich so der erste Moment, wo es wirklich so einen Knacks gegeben hat. Aber ja, da war ich, glaube ich, 11, 12 Jahre alt. Also es hat dann noch lange, lange gedauert, bis es wirklich diese Ideologie zerstört war. Donc la conscience qui a été différente, qu'elle a grandi dans un milieu différent, est venue très très tôt, en fait, dès son entrée à l'école. Mais quand on est petit, on accepte ça, donc les doutes ne sont pas venus directement. Parce que jusqu'à 10 ans, c'est les parents qui jouent le rôle primordial dans la vie d'un enfant, ce n'est pas les professeurs. Et ce qu'elle apprenait à l'école, elle ne pouvait même pas l'accepter de par son éducation. C'est avec le divorce de ses parents, en fait, qu'elle a commencé à remettre les choses en question. Parce qu'elle a commencé à avoir une vie assez normale avec sa mère. Et une chose qui l'a marquée, c'est que sa mère lui a emprunté un livre sur l'euthanasie, donc le programme d'euthanasie pendant le Troisième Reich. Et à ce moment-là, elle a remarqué que les zéros de son enfance, en fait, ont tué des enfants parce qu'ils étaient différents ou qu'ils avaient des handicaps. Et la question est venue aussi avec qu'est-ce que son père aurait fait, en fait, si elle avait été handicapée ou si une de ses sœurs avait été handicapée. Elle a essayé d'en discuter avec lui, mais il a complètement refusé la discussion, qui a escalé assez vite. Et à ce moment-là, elle avait 11-12 ans, au moment où, pour la première fois, elle a commencé à remettre en question, mais jusqu'à sa sortie du milieu néo-nazi, de longues années allaient encore passer. Nochmal eine kurze Frage. Glauben Sie denn, Ihr Vater hat das Buch gelesen? Oder haben Sie, Sie haben eigentlich keinen Kontakt mehr, das haben Sie auch im Buch geschrieben, aber vielleicht danach, nachdem es veröffentlicht wurde, hat er den Kontakt gesucht? Oder haben Sie es irgendwie mitgekriegt vielleicht? La question est, est-ce que le père de Heidi Böhn-Eckenstein a lu le livre? Et est-ce que du coup, ensuite, elle a récupéré contact avec son père après la sortie du livre, étant donné qu'elle avait perdu ce contact? Und vielleicht können Sie ganz, ganz kurz vorher für das Publikum noch die, also nach der Trennung, wie quasi das Verhältnis zu Ihrem Vater sich weiterentwickelt hat, um diese kleine Lücke zu füllen quasi und dann zu sagen, wann ist dieser Abbruch wirklich passiert und genau. Et du coup, juste redire comment s'est en fait développé la relation avec son père après le divorce de ses parents, juste pour avoir un peu plus de contexte. Also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 9 und ich hatte, glaube ich,
bis zu dem Zeitpunkt eine ganz gestörte Beziehung zu meinem Vater. Deswegen war die Trennung für mich eigentlich erstmal gut, aber wie das halt oft ist bei Trennungskindern, bin ich dann immer hin und her zwischen meinen Eltern. Auch gefühlsmäßig, wenn ich Konflikte mit meiner Mutter hatte, war ich eben mehr bei meinem Vater und habe zeitweise auch bei meinem Vater gelebt, weil sich mit meiner Mutter einfach in der Pubertät eben verschiedene Themen ergeben haben und er mich dann darin bestärkt, also diese Konflikte einfach noch bestärkt hat. Ich habe dann, ich glaube, ein Jahr bei ihm gewohnt. Das war auch ganz heilsam, ihn nochmal so zu erleben, und habe dann mit 15 Jahren den Kontakt komplett zu ihm abgebrochen. Also der ist auch bis heute abgebrochen. Aber bin dann eben auch erst mit 19 aus der Szene dann tatsächlich ausgestiegen. Und ach so, das soll ich dann gleich dann knüpfe ich gleich an die andere Frage an. Mein Vater hat das Buch gelesen, das weiß ich, weil er gegen verschiedene Passagen des Buches jetzt klagt. Also es ist angekommen. Ansonsten hat er sich nicht gemeldet, das habe ich aber auch nie erwartet. Also ich wusste, dass wenn dann sowas kommt, aber dass da irgendwie ein Gespräch oder sonst was nochmals mit ihm zustande kommt, das habe ich nicht erwartet, und das ist auch okay so. Oui, du coup, ses parents ont divorcé quand elle avait 9 ans, donc elle avait déjà une relation très difficile avec son père à la base à cause de son côté autoritaire. Donc le divorce, dans un premier temps, a été bien parce que ça lui a permis de sortir un peu de ça. Néanmoins, elle allait chez son père quand même toutes les deux semaines, ce qui provoquait un grand chaos sentimental entre la vie avec sa mère et la vie avec son père, et la différence donc de forme de vie. Elle a vécu chez son père encore pendant un an qui, en fait, quand elle avait des conflits avec l'école, avec l'école, l'a renforcée en fait dans son attitude. Elle est partie de chez lui quand elle avait 15 ans et depuis elle n'a plus aucun contact avec lui. Pour la question si son père a lu son livre, lui il l'a lu, elle le sait, pas parce qu'il a essayé de discuter avec elle après, mais parce qu'il a intenté un procès contre certains passages du livre avec lesquels il n'est pas d'accord. Was ich mich auch beim Lesen gefragt habe, nämlich wie sie sich ihre Zukunft vorgestellt haben, als sie so 15, 16 waren, weil ich es einerseits so verstanden habe, dass sie doch ziemlich überzeugt waren von dieser Vorstellung, dass die Erfüllung einer Frau in der Mutterschaft liegt und in der Familie, und dass das auch das traditionelle Bild so weitergeführt werden sollte, und dass sie aber andererseits politisch aktiv waren und ja teilweise auch aktiver als so manche biertrinkenden Jugendgruppenmitglieder, also wie ich das so rausgelesen habe, und ob sie dann eigentlich eine konkrete Vorstellung hatten, dass sie jetzt einfach wirklich sich erst engagieren und dann aber Mutter werden, oder ob das einfach keine große Rolle gespielt hat in dem Alter, und ja, wie sie mit diesem Konflikt umgegangen sind, dass ja wahrscheinlich auch von Frauen erwartet wird, erstmal Mutter zu sein und nicht jetzt große Reden, politische Reden zu schwingen. La question est de savoir comment on s'imagine son futur à 15 ans. Quand on est convaincu par ses idées, et aussi quand on est convaincu du rôle qu'une femme doit avoir en tant que mère, mais qu'on veut aussi être politiquement actif. Est-ce que Heidi Böhn-Eckenstein avait une conception concrète de ce qu'elle voulait pour son futur, et comment elle a géré ce conflit entre son engagement politique et cette image traditionnelle de la femme? Also diesen Konflikt, den du da gerade beschrieben hast, den haben viele junge Mädchen im Kopf. Auf der einen Seite möchte man sich beweisen, man möchte beweisen, dass man genauso militant und überzeugt ist wie die männlichen Kameraden, und macht dann auch Sachen, die das beweisen sollen. Also es gibt viele Frauen in der Szene, die im Jugendalter extrem gewalttätig sind, weil sie eben unter Beweis stellen wollen, dass sie genauso hart sind. Auf der anderen Seite ist dann aber eben auch diese Rolle, die von einem erwartet wird und die man auch selber gerne erfüllen möchte. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wirklich selbst eingeredet, ich möchte das. Also ich sehe mich da in dieser Rolle, und das ist die Rolle, die ich auszufüllen habe, und das ist eine große Aufgabe, der ich irgendwann nachkommen werde. Es wäre interessant geworden, denn es bin eigentlich nicht ich. Also ich glaube, ich hätte dann irgendwann in der Szene wahrscheinlich ein großes Problem gehabt, wenn ich da weiter drin geblieben wäre.
quand on est une femme, on a ce besoin aussi de prouver qu'on peut être plus militant que les hommes. Et c'est pourquoi on observe chez certaines femmes du milieu d'extrême droite un comportement extrêmement violent. Et en même temps, on sait qu'on attend de nous, en tant que femmes, ce rôle de mère, et aussi que c'est un rôle qu'on aimerait bien remplir, et que c'est une grosse mission, et qu'on serait très honorés de le remplir. Mais enfin, Heidi Benekenstein pense que ça aurait justement posé un problème si elle était restée plus longtemps dans le milieu, de gérer ce conflit, justement. Jetzt ist der Begriff die Szene ja schon ganz oft gefallen, auch im Hinblick auf möglicherweise Nicht-Deutsche im Publikum. Ich weiß nicht, ob die damit wirklich was anfangen können. Wie würden Sie die Szene beschreiben? Ist dort eine Szene? Gibt es mehrere Szenen? Was ist der gemeinsame Nenner dieser Szenen? Ganz salopp gesagt, was macht man den ganzen Tag als Nazi? Du coup, on a beaucoup parlé de la scène néo-nazie. Donc la question, c'est un peu qu'est-ce que c'est exactement la scène néo-nazie, quel point commun il y a, et posé d'une façon très banale, qu'est-ce qu'on fait toute la journée en tant que nazi? Ja, man sagt immer so schön die Szene. Es gibt aber nicht die eine Szene, sondern es gibt ganz viele Szenen. Es gibt ganz viele Bewegungen, ganz viele Strömungen, die sich teilweise untereinander massiv hassen und bekämpfen. Das, was sie alle irgendwie vereint, ist eben der Hass auf Ausländer, Antisemitismus und die NS-Ideologie. Ansonsten gibt es ganz verschiedene Auslegungsweisen und ganz verschiedene Lebensweisen. Danach richtet sich dann auch, wie der Alltag aussieht. Also es gibt die einen, die das eben, die NS-Ideologie so leben, ja, in ihrer Reinform leben, so wie das sich Adolf Hitler mit seinen Kumpels ausgedacht hat, nämlich die deutsche Familie und am besten von allem, was nicht deutsch ist, abschotten und die Kinder so erziehen und ja, die kleinste Zelle des Reiches so zu leben und dort anzufangen. Dann gibt es die Demo-Nazis, die ja eigentlich so einen ganz normalen Alltag haben, recht viel Bier trinken und ja, ansonsten auf Demos gehen und dort aktiv sind und ansonsten aber eigentlich mit der Ideologie jetzt nicht ganz so viel am Hut haben. Dann gibt es diejenigen, die total überzeugt davon sind, aber die Ideologie gerne irgendwie reformieren möchten und da immer wieder neue Ideen von außen reinbringen, die auch sehen, dass die Szene ja auch Leute braucht und dass man schon allein deswegen die Szene immer wieder modernisieren muss, um die Jugendlichen dafür überhaupt zu interessieren. Also es ist wirklich tatsächlich für jeden was dabei. Leider. En fait, il n'y a pas seulement une scène, il y a différentes scènes. Il y a beaucoup de mouvements très très différents qui même se combattent entre eux dans la scène nazie et d'extrême droite. La seule chose qui les réunit souvent, c'est la haine des étrangers et de tout ce qui est différent et l'idéologie nazie. Au niveau de la vie quotidienne, pareil, il y a différentes formes. Donc, il y en a qui vivent vraiment cette idéologie pure comme elle a été prêchée par Hitler et ses comparses, donc la petite famille allemande qui vit en complète autarcie et qui se refuse à tout ce qui ne serait pas allemand. Mais il y a aussi des nazis qui s'identifient avec l'idéologie, qui ont une vie assez normale, mais qui du coup vont faire partie des démonstrations, mais qui n'ont pas tellement un point de vue idéologique derrière. Et puis il y en a qui sont réformateurs, donc qui comprennent qu'il faut réformer la scène pour amener des jeunes à adhérer à l'idéologie et qui essayent d'amener des idées de l'extérieur, tout en restant dans l'idéologie, bien sûr. Ich wollte mal fragen, weil das für mich ein ganz interessanter Punkt war. Sie haben gerade erwähnt, die kleine deutsche Familie, das Deutschsein so betont. Und gleichzeitig schreiben Sie aber im Buch, dass an sich, wenn Ausländer ihren Pflichten nachkommen, dass man jetzt auch nicht so ein Problem mit denen hatte. Wie vereinbart sich das? Also ich stelle mir das gerade so schwierig vor, weil das Bild, was ich habe, Neonazis, die rechte Szene, ist gegen allerlei, was kein deutsches Blut hat. Was ist deutsch überhaupt, sowieso heute? Aber es geht viel um Blut, Herkunft. Und trotzdem hat man ja dann irgendwie anderen Fokus gehabt. Es ging um Punks im Buch, es ging um ganz andere Bewegungen. Und vielleicht können Sie da kurz mal drauf eingehen. La question, mais j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs cachées dans une.
la question, justement, on rebondit sur cette idée de famille allemande et sur l'identité allemande. Qu'est-ce que c'est qu'être allemand? Et surtout, dans son livre, Heidi Böhn-Eckenstein écrit que finalement, le problème, c'est pas vraiment, enfin, elle n'a pas vraiment de problème avec les étrangers. Et comment on associe en fait d'être nazi et de ne pas avoir de problème avec les étrangers, étant donné que c'est souvent ce qui va ensemble? Also wenn man die etwas gebildeteren Nazis fragt, warum sie Ausländer nicht mögen, dann wissen die natürlich auch, dass sie darauf was Schlaues antworten müssen. Dann sagen die eben, ja, es geht ja da nicht, gar nicht darum, dass wir Ausländer nicht mögen, aber es geht ja eben darum, dass jeder in seinem Land bleiben soll und dass das Blut nicht vermischt werden soll und dass man eben als Völker nebeneinander leben kann und diese Kulturen und das Blut sich aber nur nicht vermischen soll, dass das gar nichts mit Hass zu tun hat. Der primitive Nazi auf der Straße würde das anders sagen. Je nachdem kann man das dann nämlich auch auslegen, wie das ist mit den Ausländern, die in Deutschland leben. Es ist natürlich auch wahnsinnig schwierig, wenn man in einer Großstadt wohnt, zu sagen, ich gehe nur zu Deutschen einkaufen, ich rede nur mit Deutschen. Ja, also da spätestens da kommt man irgendwie an seine Grenzen. Also ich glaube, das ist auf dem Land und in bestimmten Landstrichen einfach deutlich einfacher. Und ich glaube, da muss man dann auch irgendwie Rechtfertigungen finden, warum das okay ist. Und ja, genau, ich habe das eben dann auch so gerechtfertigt, dass das ja okay ist, solange man sich da nicht vermischt und so. Und ja, und man kann ja da einkaufen gehen, aber ja, man muss ja nicht mit denen befreundet sein, so. Quand on pose la question à des nazis un peu plus qui ont peut-être étudié, qui sont un peu plus cultivés, pourquoi on n'aime pas les étrangers, en fait la réponse c'est souvent qu'il n'y a pas de haine de l'étranger, c'est juste que l'étranger doit rester chez lui et qu'il ne doit pas y avoir de mélange de sang. Les interprétations sont toujours différentes et surtout ça dépend aussi de où on vit. Dans une grande ville c'est plus compliqué de ne parler qu'à des Allemands à la campagne, mais l'argument principal c'est vraiment voilà, il n'y a pas de mélange de sang et tout le monde se porte bien. Um das Thema Ausländer möglicherweise mal aufzugreifen und auch wieder die Szene, wie militant geht es in der Szene zu und von Hassrede bis hin zu Gewalt, was waren da Ihre Erfahrungen? Überwiegt, sage ich mal, das Bargespräch und die Rhetorik oder inwieweit gibt es wirklich organisierte Gewalt und organisierte Kriminalität möglicherweise gegen Ausländer, aber auch gegen andere Gruppen? La question, c'est son vécu en fait par rapport à ce thème avec des étrangers. Est-ce qu'elle l'a plutôt vécu au bar quand on parle de la haine des étrangers, ou est-ce qu'il y a vraiment des organisations qui organise une violence envers ces groupes, enfin envers les étrangers. Also auch das unterscheidet sich natürlich sehr, mit wem man es in der Szene zu tun hat, die in der völkischen Szene aktiv sind, also die ja da den NS leben. Das sind natürlich nicht die Nazis, die Ausländer angreifen, sind aber diejenigen, die das schüren, die da auch ganz bewusst Grenzen ziehen und sagen, der ist eben so und der ist so, sind auch oft dann diejenigen, die nämlich auf Demos reden und den Hass auch noch schüren und das vorbereiten und alles ideologisch zu erklären wissen. Gibt dann aber auch ganz verschiedene Leute, die dann tatsächlich irgendwas vorbereiten oder dann die Anschläge auch durchführen oder zumindest darüber reden. Also ich habe, ja, darüber reden tut man sehr gerne im Alkoholkonsum. Die eine oder anderen, der brüstet sich dann auch mal damit, dass er eine Waffe hat oder sich Sprengstoffanleitungen aus dem Internet gezogen hat und wie man das Zubehör dazu besorgt. Es ist halt wahnsinnig schwierig einzuschätzen, wer redet da nur und wer findet es irgendwie geil, diese Macht zu haben und das Wissen und wer geht dann letztendlich doch so weit und macht es irgendwann. Es gibt halt, ja, in den letzten Jahren in Deutschland gab es halt genug Anschläge, die irgendwie vereitelt worden sind. Deswegen finde ich, sind es eigentlich gar nicht so wenige, die dann tatsächlich das irgendwie konkreter planen. Aber es ist wahnsinnig schwierig, da irgendwelche Zahlen zu nennen oder zu sagen, wer das ist, weil das
zieht sich leider auch ja, durch die ganze Szene. Donc bien sûr, c'est un peu différent par rapport aux gens avec qui on est en contact. Mais elle était plutôt, elle dit que, enfin, les nazis, c'est pas forcément ceux qui attaquent, mais ceux qui vont attiser la haine, qui vont avoir des discours haineux lors des manifestations. Mais après, c'est très difficile de faire la différence entre les gens qui aiment bien en parler, qui disent qu'ils ont une arme, etc., et les gens qui, sous influence d'alcool souvent, et les gens qui vont vraiment passer à l'acte. Donc la question, c'est un peu parfois qui parle et qui passe à l'acte. Donc elle dit que dans les dernières années, il y a beaucoup d'attaques terroristes qui ont été empêchées par l'État, et du coup, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont prêtes à passer à l'acte et qui passent à l'acte, comme on a vu en Allemagne les dernières années. Eine Nazi-Strömung, die ja jetzt in den letzten Jahren auch sehr viel in den Medien war, ist ja die identitäre Bewegung. Und da würde mich interessieren, ob Sie da persönlich Verbindungen mitbekommen haben, also personelle Verbindungen, dass Leute, die zuerst bei den jungen Nationalisten waren, dann in der identitären Bewegung wieder aufgetaucht sind. Und wie Sie diese Bewegung von der Bedeutung her einschätzen, weil es wird viel darüber berichtet, natürlich auch, weil es medienwirksame Aktionen sind, aber ist sie wirklich so gefährlich und zieht sie wirklich so viele Menschen an? Genau. La question porte sur le mouvement identitaire. Est-ce que Heidi Benneckenstein a des contacts personnels avec des personnes du mouvement identitaire? Quel est le lien entre les nationaux socialistes et ce mouvement? Et surtout, quelle signification prête-t-elle à ce mouvement identitaire? Est-ce qu'il est dangereux? Est-ce qu'il attire vraiment beaucoup de personnes? Voilà. Also die identitäre Bewegung ist längst nicht so groß, wie man immer denkt. Also ich finde, das wird dann auch immer, ich finde, es ist eine sehr gefährliche Strömung, die da jetzt entsteht. Weil es eben auch wieder ganz gezielt die Jugendlichen ansprechen soll. Aber sie ist längst nicht so groß, wie oft geredet wird oder wie man denkt, dass sie groß ist. Das Problem ist auch, die Leute, die dort im Führungspersonal sind, das sind keine unbekannten Personen, die kennen sich aus mit Rhetorik, die sind in der Neonazi-Szene sehr gut vernetzt und die wissen auch, wie sie auftreten müssen. Ja, damit habe ich schon gesagt. Es sind sehr viele Leute, die da jetzt sehr aktiv sind und Führungspersönlichkeiten sind, kenne ich aus meiner HDJ-Zeit oder ja, waren früher in der MPD oder ja, eben haben eine schon ihre Laufbahn in der Neonazi-Szene hinter sich und wissen, wie man so eine Strömung dann auch anführt. Le mouvement identitaire, n'est pas si grand qu'on pense. Il est dangereux car il attire avant tout les adolescents. Ceux qui sont dangereux aussi sont souvent les têtes pensantes, parce que ce sont des personnes qui ont un bon réseau, qui savent aussi comment s'y prendre pour communiquer et attirer du monde. Personnellement, Heidi Benneckenstein connaît quelques personnes parmi ces têtes pensantes du temps où elle appartenait à cette organisation de jeunesse. Et aussi du temps où elle a fréquenté les personnes du NPD, qui est le Parti National Démocrate allemand. Ich wollte noch mal zu sprechen kommen auf den Grad der Organisation quasi in der Szene. Und zwar stellt sich mir da die Frage, also Sie haben erzählt, die HDJ wurde verboten 2009, 2010. Es gibt viele andere Organisationen, die auch verboten wurden, vielleicht weiterhin bestehen. Ich meine, die HDJ hat wie lange bestanden? Sehr lange, 60 Jahre, 50 Jahre? Die HDJ selber gab es seit 98, aber davor gab es eben die Wikingjugend und den BHJ und das hat ja eben schon seinen Ursprung 45 gehabt. Also es ist, ja, und das, 60. Da stellt sich mir die Frage, ich meine, man kann die Aktivitäten ja nicht komplett im Geheimen durchführen. Das ist ja eine Organisation, die gut vernetzt ist in ganz Deutschland, ihre Mitglieder hatte, warum das erst so spät dann doch verboten wurde, wie das an die Öffentlichkeit so gedrungen ist, dass es dann verboten wurde. Sie haben zum Beispiel in Ihrem Buch geschrieben, dass Sie enttäuscht waren, als die NPD dann jetzt nicht verboten wurde, nachdem wieder ein Verfahren gestartet wurde vor ein paar Jahren. Warum dauert das so lange? Also es gibt natürlich Gründe, soll sie einfach weiter bestehen, ist eh eine kleine Partei oder sind eh keine wichtigen Gruppen, aber
letztendlich, also wenn man dann so von den Gewaltszenen liest oder wenn man hört ja, was passiert, man hört, es wurden Anschläge vereitelt, also was bedarf es denn, dass dann sowas doch verboten wird oder dass es dann doch an die Öffentlichkeit dringt, weil wir kriegen es halt dann mit, nachdem was passiert ist oder nachdem was vereitelt wurde, aber der Staat, der weiß ja wahrscheinlich ein bisschen mehr. Wie viel weiß er? Ich wüsste da gerne ein bisschen mehr zu. La question porte en fait sur l'organisation donc à l'intérieur de ces groupes de néo-nazis. Donc l'organisation de jeunesse à laquelle elle appartenait a seulement été interdite en 2009 et elle existe en fait depuis 1945 sous diverses formes, sous divers noms, etc. Donc la question c'est un peu comment ces activités peuvent être secrètes parce qu'elles existent dans toute l'Allemagne, elles sont très bien connectées, etc. Donc pourquoi ça a été aussi dur d'interdire ce mouvement et de quoi a-t-il besoin pour cet interdit et combien de choses en fait sait l'État là-dessus? In Deutschland, das ist nämlich wirklich tatsächlich ein Riesenproblem, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was das für Kreise zieht. In Deutschland wird die rechtsextreme Ideologie nicht als Kindeswohlgefährdung eingeschätzt. Also wenn Eltern Neonazis sind, ist das kein Grund, für das Jugendamt dort einzuschreiten oder es ist auch kein Grund, zum Beispiel den Kontakt im Falle einer Trennung zum Vater zu untersagen oder zu dem Elternteil, das noch in der Szene ist. Das haben wir jetzt, wenn wir Aussteiger betreuen, diese Fälle sehr oft, dass wir Kinder zu ihren Neonazi-Eltern geben müssen, weil das Gericht sagt, das ist kein Grund, dass da der Kontakt abgebrochen wird. Genau, in Deutschland ist man einfach gar nicht auf dieses Thema sensibilisiert. Ich glaube, man hat sich nie damit auseinandergesetzt, was das mit diesen Kindern eigentlich macht, was da mit den Kindern passiert, was da kaputt gemacht wird. Und deswegen wurde das die ganzen Jahre nicht verboten. Und erst als so 2006 das medielle Interesse größer wurde, als immer mehr Berichterstattungen über die heimattreue deutsche Jugend, als es dort immer mehr Berichterstattungen gab, hat sich, glaube ich, der Verfassungsschutz gezwungen gesehen zu reagieren und dann kam es erst eigentlich zum Verbot. Also ich glaube, ohne Berichterstattung würde es die heimattreue deutsche Jugend heute noch geben. Und genauso sieht es jetzt mit den Nachfolgern aus. Solange diese Nachfolgeorganisationen, die sich jetzt gegründet haben, solange es da keinen Aufschrei in den Medien gibt, werden die weiterhin existieren. Ja, mit der NPD ist es nochmal irgendwie was anderes. Da ist das Problem schon sehr offensichtlich. Ich denke, der Staat müsste eigentlich sehr gut darüber informiert sein, was dort passiert, was für Leute da aktiv sind, was die für Vorstrafen haben und was die so machen. Also der Verfassungsschutz hat ja auch genügend V-Leute in der Szene. Warum man da nicht reagiert und nicht reagieren will und das immer laufen lässt, kann ich nicht verstehen und ich kann es auch irgendwie nicht erklären. Also es ist wahnsinnig schwierig und ich habe halt irgendwie den Eindruck, dass man in Deutschland dieses Thema einfach noch komplett falsch angeht. C'est encore un grand problème aujourd'hui parce que l'idéologie de droite en Allemagne n'est pas considérée en fait comme dangereuse pour l'enfant. Donc les services sociaux n'ont pas le droit d'intervenir n'ont pas le droit d'enlever les enfants en fait à ces familles. C'est pas une raison pour les services sociaux d'intervenir dans ce cas-là et d'arrêter le contact. Parce qu'il n'y a aucune sensibilisation en fait qui est faite, ce qui arrive à ces enfants ou ce qui est aussi brisé dans ces enfants qui grandissent dans ces milieux. En 2006, en fait, c'est l'intérêt des médias qui a un peu intéressé le grand public pour ces jeunesses hitlériennes quasi. Et à ce moment-là, l'État a été obligé de réagir et a donc interdit son organisation en 2009. Bien sûr, il y a d'autres organisations qui ont pris le relais, qui ne sont pas encore interdites et qui auraient aussi besoin d'une attention médiatique. Quant au Parti National Socialiste, l'État, selon elle, l'État sait ce qui s'y passe. Il a beaucoup de gens qui sont infiltrés elle a aucune compréhension pour le manque en fait de réaction de l'État par rapport à ça et comprend pas exactement pourquoi l'État ne réagit pas. In Ihrem Buch erwähnen Sie häufiger Ostdeutschland, die Gegend um Görlitz, Sachsen, Bayern aber auch. Und Sie erwähnen dann auch an anderer Stelle das Ruhrgebiet. Ne? Das scheinen die Gegenden zu sein, wo sich Neonazis besonders ballen.
Ist das so und können Sie irgendwie vielleicht ein bisschen mal was sagen zu der Größenordnung von Neonazis? Ist das trotz allem eine Minderheit? Natürlich, denke ich schon. Aber wie groß muss man sich diese Minderheit vorstellen? Donc, dans son livre, elle parle beaucoup de l'Allemagne de l'Est, mais aussi de l'Allemagne de l'Ouest, donc de tout, tout le, enfin de la Ruhr autour de Köln, Düsseldorf, etc., où il y a beaucoup de nazis, où les nazis se concentrent. Donc la question, c'est bien sûr que c'est une minorité, mais quelle taille a en fait cette minorité et est-ce que c'est tellement une minorité que ça ? Also, es gibt bestimmt offizielle Zahlen. Die auch gerade aktuell sind, die habe ich jetzt aber nicht im Kopf. Die Szene, ja, sie ist nicht so wahnsinnig groß. Man kennt sich untereinander ja auch sehr gut. Daran merkt man dann immer, dass die Szene nicht so groß ist. Es überschneiden sich auch die Szenen oft miteinander. Besonders die organisierten Neonazis eben. Aber das ist eben, es gibt eben diesen Dunstkreis. Es gibt dann die Überschneidungen jetzt in Richtung AfD. Es ist mittlerweile wahnsinnig schwierig, das irgendwie abzugrenzen und zu sagen, derjenige ist ein Neonazi und das ist einfach nur ein frustrierter Bürger, den man irgendwo wieder abholen muss. Ja, also es ist mittlerweile wirklich sehr schwierig, da was dazu zu sagen. Und ja, also es natürlich Sachsen ist ja mittlerweile wirklich weit über die Landesgrenzen hinaus berüchtigt. es ist natürlich, ja, es gibt in Deutschland, glaube ich, schon relativ... Die Neonazi-Szene ist über Deutschland verteilt. Ich glaube, dass es halt Regionen gibt, in denen die Menschen frustrierter sind und besonders die Ausländerfeindlichkeit und besonders der Antisemitismus in der Bevölkerung einfach auch mehr akzeptiert wird. Und das sind dann eben diese Regionen um Görlitz, Bautzen, wo dann wirklich ja einfach Mobs entstehen, die dann Ausländer jagen und natürlich dann so auch in die Medien kommen. Und ich glaube, dass also in Bayern, ich möchte da... möchte uns da gar nicht irgendwie als was Besseres darstellen. Auch sowas passiert auch bei uns. Bloß halt, ja, gibt es da eine Polizei, die da eingreifen kann, die stark genug ist, dass sie darauf reagieren kann. Und es gibt, glaube ich, noch mehr Menschen, die sich trauen, sich da klarer zu positionieren. Das Ruhrgebiet, das ist leider eigentlich nochmal so eine ganz andere Geschichte. Eigentlich ist das Ruhrgebiet sehr multikulturell. Es hat ja auch eine ganz große Geschichte mit den Arbeitern, die ja von überall kamen und so. Irgendwann hat die Szene aber festgestellt, dass Dortmund, also speziell Dortmund, dass die Polizei da sehr schwach ist und die Neonazi-Szene da sich so einen rechtsfreien Raum geschaffen hat und hat dann entschieden, dass alle Neonazis, die irgendwie in Deutschland verfügbar sind, nach Dortmund-Dorstfeld ziehen sollen und dort eine national befreite Zone schaffen sollen. Das haben die tatsächlich auch geschafft. Also die haben dieses Viertel regiert. Es ist... Die Polizei hat da mittlerweile darauf reagiert. Es ist trotzdem noch nicht so, dass da jeder hinkommen kann und sich da frei bewegen kann. Mein Mann hat da letztes Jahr Erfahrungen diesbezüglich nochmal gesammelt. Also die Polizei hat gesagt, Dortmund-Dorstfeld ist nicht die Bronx. Tatsächlich sind sie aber dann geflohen, also eher mit einem Kamerateam. Also ja, es ist wahnsinnig schwierig und die Szene hat da nach wie vor nahen Freiheit und das ist, ja... Darauf müsste man jetzt tatsächlich dann mal reagieren. Donc la scène, en fait, est, on a l'impression qu'elle n'est pas si grande parce qu'on se connaît, on connaît les autres qui y font partie. Mais ce qui est difficile aujourd'hui, c'est en fait de faire la frontière entre les néo-nazis vraiment radicalisés et les citoyens en colère qui vont aller protester contre les étrangers, contre l'Europe, etc. Il y a plusieurs centres en fait néo-nazis en Allemagne. Donc un qu'on connaît peut-être en France, c'est Sachsen, la région autour de Dresde, où il y a beaucoup de néo-nazis et beaucoup de manifestations. Mais en fait, c'est différent selon les régions. Il y a plus d'acceptation quelque part. En Bavière, par exemple, d'où elle vient, la police est très très forte et il y a plus de gens qui sont contre ce genre d'idéologie et du coup, c'est un peu plus caché en Bavière. Alors que dans la Ruhr, par exemple, autour de Köln et Düsseldorf, c'est une région qui, historiquement, est assez multiculturelle, en fait. Il y a une scène qui s'est créée, malgré tout, à Dortmund, parce qu'ils ont appelé des néo-nazis à aller habiter là pour créer une sorte de quartier néo-nazi, ville néo-nazi. Et en effet, c'est ce qu'ils ont réussi. C'est un quartier où c'est très, très difficile pour la police... d'y aller, où on ne peut pas juste se balader normalement.
Voilà, donc ce qu'on retient, c'est que c'est très difficile aujourd'hui en Allemagne, dans certaines régions, plus que d'autres. Nachdem wir jetzt einiges gehört haben über Ihre Kindheit, auch über die Szene, stellt sich natürlich ganz dringend die Frage, wie kommt man daraus? Also im Endeffekt der Aufhänger auch, warum das Buch jetzt im Endeffekt glücklicherweise dann geschrieben wurde. Was ist das für ein Prozess? Was ist da in Ihnen vorgegangen? Also ich erinnere mich öfters gelesen zu haben auch, dass Sie sich ganz bestimmt auch von den Biertrinker-Nazis distanziert haben, weil Sie gesagt haben, Sie arbeiten dafür eine größere Ideologie, damals noch den Staat umzukrempeln im Endeffekt und wirklich was zu verändern. Ich meine, das spricht ja doch für eine sehr starke Ideologie, die zu dem Zeitpunkt in Ihnen gebrannt haben muss. Wie kann man sowas ablegen? Wie und wann gerät sowas ins Wanken? La question que tout le monde se pose, évidemment, c'est comment on sort de ce milieu et par quel procédé on passe. Dans son livre, Heidi Böhn-Eckenstein se prend beaucoup de distance par rapport aux nazis qui passent leur temps à parler idéologie et en consommant de l'alcool. Car elle travaille pour elle disait travailler pour une plus grosse idéologie qui devait mener à l'abolition de l'État finalement. Alors comment finalement on passe de ça à une sortie du milieu? Also diese Momente, in denen man an dieser Ideologie zweifelt, ich glaube, die kennt jeder Neonazi, wenn er ehrlich zu sich selbst ist, aber man muss dann eben auch irgendwann bereit sein, diese Zweifel zuzulassen und diesen Zweifeln irgendwie nachzugehen und alles zu hinterfragen. Und das ist ein wahnsinnig langer Weg. Also wenn ich mir überlege, wie oft ich dann, nachdem ich schon irgendwie an so einem Punkt war, dann doch irgendwie wieder aktiv war und da wieder mitgemacht habe und so, das ist echt ganz schön peinlich im Nachhinein, dass es so lange dauert, eigentlich so eine einfache Ideologie zu hinterfragen. Ja, wie gesagt, das sind manchmal so Kleinigkeiten, die einen dann dazu bringen, ja, wie ein Buch, mich damals mit 12 Jahren, dass mein Weltbild dann so durcheinander geschmissen hat und trotzdem ist nichts passiert, nicht dauerhaft zumindest. Und für, also mein Moment, an dem ich irgendwie wusste, so irgendwie jetzt muss es aufhören, war ja der Moment, in dem ich mit 17 Jahren schwanger war und irgendwie dann so festgestellt habe, Moment mal, irgendwie, wenn ich in dieser Szene bleibe, dann passiert mit meinem Kind das, was mit mir passiert ist und das will ich ja eigentlich gar nicht. Und auch dieser Moment, der eigentlich so wichtig war für mich, es hat trotzdem noch Jahre gedauert, bis wir dann zusammen, mein Mann und ich, ja, haben das ja gemeinsam diesen Ausstieg geschafft, bis wir dann wirklich geschafft haben, aus dieser Ideologie rauszugehen. Denn die Szene, die akzeptiert ja auch einen Ausstieg nicht einfach so. Also die Leute haben auch ein Gespür dafür, wer sich anfängt, von der Szene zu distanzieren und holen die Leute zurück und versuchen, die wieder in die Szene zu integrieren. Und ja, dann muss man sich irgendwie auch einen Plan machen, wie man diesen Ausstieg bewältigt. Man muss sich Hilfe holen und das ist eben wahnsinnig schwierig. Quand on est nazi, on a forcément un moment aussi des doutes. Ce sont des doutes connus vraiment de toutes les personnes qui adhèrent à cette idéologie. Et à un moment donné, il faut savoir aussi accepter ces doutes. Mais c'est évidemment un long chemin qui est semé d'embûches. Parfois, on y retourne et parfois, on veut s'en extirper. Et c'est parfois gênant aussi que ce soit un si long chemin. Ce sont souvent des détails qui poussent à la sortie. Ici, le moment déterminant, ça a été la grossesse de Heidi Böhn-Eckenstein à 17 ans. Et la question de savoir est-ce qu'on veut vraiment cette éducation pour son enfant. C'est un procédé qui a duré des années et qu'elle a réalisé aussi avec son mari, puisqu'ils sont sortis de ce milieu ensemble. Il faut aussi savoir, évidemment, que la sortie n'est pas si facilement acceptée par le milieu et qu'il est nécessaire aussi d'élaborer un plan pour que tout se passe bien. Ein Kapitel, was mich eigentlich am meisten mitgenommen hat, denke ich, was genau auf diesen Prozess wahrscheinlich auch hinwirkt, ist das Kapitel 13, ein offenes Grab und eine Hakenkreuzfahne. Sie beginnen das Kapitel auch selber, dass das für Sie doch wahrscheinlich ein ganz einprägender Moment war, irgendwie jetzt retrospektiv vor allem, der da viel verändert hat bei Ihnen. Sie haben gesagt, dass Sie natürlich mit der Schwangerschaft, mit dem Kind, dass da natürlich eine Komponente hinzugekommen ist, wo Sie gesagt haben, okay, ich möchte nicht, dass meine Kinder in diesem Hass aufwachsen.
was ich mir jetzt ganz, ganz schwer vorstelle, ist, dass man natürlich für Hass hat man ein Pendant, was irgendwie Liebe ist, was Zuneigung ist, was natürlich jeder mitbekommt. Zu einer Ideologie, die so stark ist und die sie damals so stark gelebt haben, durch ihre Sozialisierung, was war da das Pendant? Also was war die Sozialisierung, auf die sie dann zurückfallen konnten, diese Ideologie einfach abzulegen? Also wenn ich jetzt, ich habe eine Textstelle, wo sie ihre Verbindung zur Polizei so ein bisschen aufarbeiten, was ich ganz interessant fand, weil sie da im Präsens geschrieben haben und gesagt haben, dass sie normalerweise nicht gut von Polizisten reden, aber da in diesem Kapitel 13 hatte sich der Staatsschutz, glaube ich, doch mal richtig verhalten. Nun könnte ich mir vorstellen, dass sie jetzt vor allem in der Aussteigerarbeit jetzt danach, die sie mit ihrem Mann dort durchleben, auch viel Kontakt zur Polizei möglicherweise haben. Wie hat sich möglicherweise das Verhalten oder ihr Verhältnis zur Polizei verändert? Aber die viel größere Frage natürlich, die von vorher, die Sozialisierung. Also auf was fällt man zurück, gegen was kann man diese Ideologie eintauschen? Donc c'est plusieurs questions. Le chapitre 13, en fait, l'a beaucoup touchée parce qu'elle y a un enterrement. Elle raconte l'enterrement de cette personne avec la croix gammée sur le cercueil. Et donc quelque part, elle a grandi dans cette haine. Et donc le pendant de la haine, c'est l'amour. Mais en fait, une des questions du coup que Franz pose, c'est par quoi elle a vécu là-dedans. Elle a été socialisée comme ça. Par quoi elle a remplacé du coup cette socialisation, enfin comment elle a comblé le manque en fait qui a existé après. Et dans ce chapitre 13, elle parle aussi de sa relation avec la police. Elle dit qu'elle-même, elle n'en parle pas souvent bien de la police, mais que dans ce chapitre 13, donc la police a aidé. Comment en fait, donc les deux questions, c'est comment la relation à la police a changé et aussi par quoi elle a comblé le manque en fait de sortir de sa socialisation et d'entrer dans un nouveau monde, d'une certaine façon. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich habe diese Ideologie gegen meine Freiheit eingetauscht, also gegen die Freiheit, das denken zu können, was ich denken will und das fühlen zu können, was ich fühlen will und einfach ich selbst sein zu dürfen. Und klar, also natürlich ist ein Ausstieg, so wie mein Mann und ich ihn gemacht haben, leichter, wenn man sich hat, also wenn man sich gegenseitig hat, wenn man einen Ansprechpartner hat, wenn man sich darüber austauschen kann und auch jemanden hat, der einen dann auch nochmal antreibt, wenn man gerade irgendwie wieder zurückfällt. Aber ehrlich gesagt ist mir ich weiß gar nicht mehr genau, wann dieser Punkt war, da gab's auch kein Zurück mehr. Also bevor der Ausstieg öffentlich war, war für mich dann klar so, und jetzt geht's eigentlich nur noch vorwärts. Ja, ich glaube, man kann das leider irgendwie nicht rational erklären, stelle ich immer wieder fest. Also es gibt einfach irgendwann, man muss dafür empfänglich sein, man muss bereit dafür sein, diesen Schritt zu gehen, und dann geht das auch. Dann ist auch irgendwie egal, wenn da erstmal nichts kommt. Das schafft man dann schon irgendwie. Donc pour la première question, pour l'idéologie, en fait, elle a troqué cette idéologie néo-nazie contre la liberté quelque part. Donc la liberté de penser ce qu'elle veut, de sentir ce qu'elle veut surtout, et juste de pouvoir être soi-même. Ça a été aussi plus facile parce qu'elle avait un mari avec lequel elle pouvait échanger et partager ses sentiments et qui la comprenait. Et même si c'est pas très rationnel, elle dit que pour elle, à partir d'un moment, il n'y avait plus de possibilité en fait de retour. C'était comme ça, elle s'est distancée de la scène, et même si c'est pas explicable rationnellement, il était pour elle impossible d'y retourner, de perdre cette liberté. Meine Frage ist auch nicht lang, ich mache ganz schnell. Und zwar, eigentlich möchte ich auch nochmal auf den Ausstieg zu sprechen kommen. Und da frage ich mich, ob Sie vielleicht einfach kurz sagen könnten, wie sich das dann doch konkret gestaltet, wie Exit da geholfen hat, der Aussteigerverein. Weil ich es mir schwierig vorstelle, irgendwie in 20 Jahren, wie Franz auch schon meinte, man wächst mit einer Ideologie auf, man ist sozialisiert auf eine bestimmte Art und Weise. Worauf greift man dann zurück? Wie baut man sich was Neues? Man muss sich ja fast schon neu erfinden, seine sozialen Zirkeln neu suchen. Und vielleicht ein paar Beispiele wären, glaube ich, ganz gut für das Verständnis, weil der Teil in dem Buch schneller, vielleicht so ein bisschen als Ausblick auch
übergangen wurde, will ich gar nicht sagen, weil das ist falsch, aber der Hauptbestandteil des Buches ist ja wirklich die Kindheit und die Jugendzeit und wie sie groß geworden sind. Und es sind ja die letzten 2 oder 3 Kapitel, wo es dann mehr um den Ausstieg geht. Und genau, vielleicht, wie sich das gestaltet hat in den letzten Jahren konkret. Donc là, c'est la question en fait, c'est comment donc l'organisation Exit, qui est une organisation en Allemagne qui aide à sortir de ce genre de cercle, l'a aidé ou a aidé. Donc quels sont en fait les soutiens qu'on a à ce moment-là pour se créer quelque chose de nouveau, parce qu'en fait on reconstruit complètement sa vie, on reconstruit ses cercles sociaux. Donc quel soutien elle a pu avoir à ce moment-là et comment elle en est sortie? Also es gibt ganz verschiedene Wege auszusteigen und es gibt ganz verschiedene Wege, an denen Exit, das Aussteigerprogramm, dann ins Spiel kommen kann. Bei uns war das so, dass wir uns entschieden haben, auszusteigen und dann in der Szene falsche Fährten gelegt haben. Also wir haben also wirklich gelogen haben, dass sich die Balken biegen eigentlich. Wir haben erzählt, wir ziehen um, haben aber einen anderen Wohnort genannt. Wir sind dann tatsächlich umgezogen, aber nicht dahin, wo wir gesagt haben, dass wir hinziehen. Mein Mann hat dann erzählt, er fängt eine Ausbildung an, sein Chef weiß, dass er ein Neonazi war und er erwartet von ihm, dass er eben nicht mehr politisch in Erscheinung tritt. Das ist das ist ja kein Bruch mit der Szene, wenn man einfach sagt, man ist politisch nicht mehr aktiv und deswegen wird es von Neonazis auch akzeptiert, dass man jetzt dafür, dass man beruflich irgendwie weiterkommt, auch mal aufhört oder eben einfach nicht mehr öffentlich aktiv ist. So haben wir uns dann schon mal so eine Distanz zur Szene geschaffen und haben uns dann eben bemüht, den Kontakt einfach nur noch auf Telefonate zu beschränken oder auch mal irgendwie Treffen auf ein Bier, aber eben nicht mehr. Das funktioniert auch eine Zeit lang ganz gut, aber es ist eben keine Dauerlösung, denn München, man denkt immer, München ist eine Großstadt, aber ist es irgendwie nicht. Also man begegnet sich an jeder Ecke und muss sich dann jedes Mal neue Ausreden einfallen lassen und irgendwann fällt eben auch auf, dass man ausgestiegen ist. Man fängt ja auch ein neues Leben an und hat neue Freunde und so weiter. Ja, und dann an dem Punkt, an dem wir gemerkt haben, das ist nur eine Übergangslösung, die wir uns da geschaffen haben, haben wir Exit kontaktiert. Und die müssen dann eben in jedem Fall erstmal besprechen, wie groß ist die Gefährdung, also in welcher Szene hat sich die Person bewegt, was sind da für Leute aktiv, wie militant sind die Leute, wie weit würden die gehen. In meinem Fall oder in unserem Fall war die Gefährdung durch meinen Vater, der Vollstreckungsbeamter beim Zoll ist und auch Zugriff auf sensible Daten hat, natürlich besonders hoch. Da muss man dann auch Maßnahmen ergreifen, wie dass man die Daten schützt und so. Das hätte jetzt in unserem Fall auch nicht besonders viel gebracht, aber man muss es eben trotzdem zumindest probieren. Ja, und dann muss ein Exit natürlich auch sich selbst irgendwie schützen. Also natürlich muss dann auch geguckt werden, ist diese Person, in unserem Fall wir, sind die wirklich ausstiegswillig? Was ist da der Hintergrund? Was sind so die Gedanken? Was passiert in denen gerade? Also es gibt dann eben auch viele Gespräche über Ideologie, wie man da aktiv war und so. Und das ist schon wahnsinnig wichtig eigentlich auch für einen selber, dass man das nochmal irgendwie erzählen kann. Ja, dann also jetzt bei uns, wir hatten, wie gesagt, beide schon dann einen Ausbildungsplatz und haben solche Sachen, also so die ganz normalen Sachen, die jeder andere als Jugendlicher schon macht, die haben wir dann angefangen, aber ohne Hilfe von Exit. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Leute dann einfach auch dabei Unterstützung brauchen, irgendwie dann wieder anzukommen und auch irgendwie Hilfe brauchen, um zu beweisen, dass sie tatsächlich ausgestiegen sind. Denn Leute, die öffentlich bekannt sind als Neonazis, die haben natürlich das Problem, dass sie erstmal nicht beweisen können, dass sie aus der Szene aussteigen wollen. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Punkte, an denen Exit dann ins Spiel kommen muss. Mittlerweile gibt es sogar ein Netzwerk von Psychologen, die da bereitstehen, weil das einfach auch wahnsinnig wichtig ist. Donc pour la distance avec la Seine, ça a été très compliqué. Donc il y a différents chemins en fait qu'on peut emprunter. Ils ont laissé des fausses traces. Donc ils ont dit à leurs amis qu'ils déménageaient, mais ils ont nommé une fausse adresse qui n'était pas la vraie adresse. Son mari a raconté qu'au travail, il pouvait plus être actif politiquement et que c'est pour ça qu'il pouvait plus participer aux manifestations. Donc ils se sont distancés petit à petit avec la Seine, en ayant en contact plus que téléphonique ou juste de temps en temps pour aller boire une bière. Mais c'est une solution qui fonctionne en fait que pendant un certain temps. Donc à ce moment-là, en fait, quand ils ont remarqué qu'ils ne pouvaient pas continuer à jouer cette mascarade, ils ont appelé Exit, donc cette organisation qui aide à en sortir.
Et du coup, Exit regarde d'abord la dangerosité, à quel point la personne est mise en danger par le fait qu'elle veut sortir de la scène. Et pour elle, la dangerosité était assez grande parce que son père travaille à la douane, donc il avait accès à des informations personnelles sensibles. Exit va aussi regarder pourquoi ces personnes veulent sortir. Donc il y a eu beaucoup de discussions sur l'idéologie qui ont été très importantes pour elle et formatrice. Après, pour la sortie concrète, elle avait déjà, son mari avait un travail, elle était en formation, donc ça a beaucoup aidé d'avoir déjà ses repères dans la société. Mais c'est vrai que sans l'aide de cette organisation Exit, ça, c'est beaucoup plus dur. Et Exit aide aussi des gens à prouver qu'ils sont vraiment sortis de la scène, surtout des gens qui étaient connus pour être néo-nazis, et engage aussi des psychologues justement pour essayer de réparer un peu les dommages qui sont commis à ces personnes. Oui. Ich würde gerne eine ganz kurze Frage stellen. Gibt es jetzt trotz dieser ganzen Ausstiegsproblematik, der Schwierigkeiten, gibt es dennoch Werte oder Aspekte an dieser Neonazi-Erziehung, von denen Sie sagen würden, die waren nicht so schlecht? Alors, la question, malgré le fait que Heidi Benekenstein soit sortie de ce milieu, est-ce qu'il y a des valeurs ou des aspects de l'idéologie néo-nazie qui finalement n'étaient pas si mauvaises ou mauvais? Ich glaube, ich fange mal andersrum an. Ich habe nach meinem Ausstieg festgestellt, und besonders in meiner Ausbildung, in der es ja viel um Werte und Normen geht, ja, da habe ich festgestellt, dass sich die Neonazi-Szene viele Themen gegriffen hat, die es in der Gesellschaft gibt, und auch viele Normen und Werte als ihre eigenen angeeignet hat und behauptet hat, die gäbe es in der Gesellschaft nicht, obwohl sie da sind. Und deswegen kann ich auch guten Gewissens sagen, nein, es gibt nichts, was ich an dieser Ideologie oder an der Erziehung daran irgendwie toll finde oder irgendwie im Nachhinein irgendwie noch gut finde. Ich merke das jetzt auch nochmal, besonders mit meinem Sohn, wie anders ich alles mache und muss manchmal echt den Kopf schütteln, wenn ich mir denke, wie mein Vater das mit uns gemacht hat. Nein, also da gibt es nichts mehr. Und ja, es gibt natürlich Dinge, die es in der Neonazi-Szene gab, wie zum Beispiel irgendwelche Feste zu feiern oder Traditionen zu pflegen oder Werte, die es aber eben einfach in unserer Gesellschaft auch gibt. So. Finalement, même à travers la formation qu'elle a passée ou même à travers l'éducation de son fils, elle retient qu'il n'y a rien de ce milieu qu'elle a retenu de vraiment bon. Alors oui, il y avait peut-être les fêtes ou les traditions, mais que finalement, on abandonne ça assez facilement. So, jetzt aber. Ich wollte nur ganz kurz nochmal nachhaken. Zur Polizei, zu ihrem Verhältnis zur Polizei. Damals und heute. Ist es Freund und Helfer? Donc, il revient sur la question tout à l'heure qui n'a pas été, auquel on n'a pas répondu. Donc, la relation avec la police, sa relation à l'époque et sa relation maintenant avec les forces de l'ordre. Ich muss dich enttäuschen, ich habe keine Konflikte mehr mit der Polizei. Nein, also heute habe ich ein relativ entspanntes Verhältnis zur Polizei. Es gibt immer noch Sachen, die sehe ich kritisch, aber ich glaube, das darf man auch. Bevor ich ausgestiegen bin, gab es Konflikte mit der Polizei, die hat man aber auch gesucht. Also man sucht ja auch immer wieder die Auseinandersetzung mit dem Staat und die waren dann einfach da und man hat sich ja auch selbst dann auch so Feindbilder aufgebaut. Nach meinem Ausstieg habe ich dann festgestellt, dass es, wir haben eine Zeit lang auch Demos von Neonazis begleitet und beobachtet. In dieser Zeit hatte ich sehr viele Konflikte mit der Polizei, weil die Polizei sich die Leute, die sie selbst irgendwie als Antifas eingestuft hat, also egal, ob es jetzt welche sind oder nicht, die dann eben als Störer empfunden hat, weil die eben ihre Arbeit erschweren, weil die Nazis eben darauf reagieren. Ja, da sind viele Konflikte entstanden. Das sehe ich auch heute noch sehr kritisch, wie die Polizei da mit Leuten umgeht, die auf Gegendemos gehen oder mit Journalisten, die da versuchen zu berichten. Aber tatsächlich ist es mittlerweile sehr entspannt. Und ja, also
durch meinen Vater weiß ich natürlich auch, dass es genügend Personen bei der Polizei und beim Zoll gibt, die rechtes Gedankengut in sich tragen. Man sieht das ja auch mit dieser Reichsbürger-Thematik, dass das ein Problem ist. Aber dennoch muss man da, glaube ich, dann differenzieren. Donc malgré qu'elle a plus de conflits aujourd'hui avec la police, elle a une relation assez détendue, mais elle conserve certains aspects critiques, ce qu'on a le droit. Le conflit qu'elle avait à l'époque avec la police est aussi souvent recherché par les néo-nazis qui veulent styliser un ennemi et se rebeller contre l'État. Mais après sa sortie, en fait, c'est assez intéressant, elle a été à des manifestations néo-nazis pour observer, pour écrire ce qui s'y passe. Pour faire un travail de journaliste en fait presque. Et à ce moment-là, la police en fait la voyait plutôt comme un danger. Et ce qu'elle critique, c'est en fait la façon que a la police d'interagir avec ces gens antifascistes, donc qui s'opposent aux néo-nazis, et aussi juste aux journalistes qui essayent d'écrire ce qui s'y passe, d'écrire ce qui se passe pendant la démonstration, et que la police souvent est assez violente quelque part contre ces personnes. Il y a aussi un aspect critique de la police parce que par son père, donc elle sait qu'il y a pas mal de personnes qui ont une idéologie très à droite, voire d'extrême droite, voire néo-nazie à la police ou à la douane, et que ça pose encore vraiment un problème aujourd'hui. Ich habe noch eine letzte Frage, vielleicht kann das dann auch die Überleitung werden zum Publikumsgespräch. Und zwar, das ist aus persönlichem Interesse. Mich würde interessieren, wie Sie heute so zu Ausländern, zu Multikulti zu stehen. Also, weil man schließlich irgendwie, wir hatten ja vorher die Frage mit, was ist eigentlich, wie werden Ausländer eigentlich wirklich gesehen und so. Aber wie ist das heute? Weil haben Sie Freunde, die Migranten sind? Ich meine, es ist ja in Deutschland eher üblich, dass man mindestens einen Freund hat im Freundeskreis. Ich habe selber einen Migrationshintergrund darum, also und ich sitze jetzt auch hier, also ich weiß nicht, es würde mich persönlich einfach interessieren. La question est donc, quelle est la position de Heidi Benekenstein par rapport aux étrangers, par rapport à la société multiculturelle dans laquelle nous vivons? Est-ce que par exemple elle a des amis qui sont étrangers, hormis cet ami que tout le monde a? Also ich bin ja, im Umland von München aufgewachsen, also es bleibt ja da nicht aus, dass man mit Menschen Kontakt hat, die nicht rein Deutsche sind. Ich habe dann auch mit 16, als ich da sehr aktiv war in der Neonazi-Szene, in einem multikulturellen Viertel in München gewohnt und hatte da natürlich auch Kontakte zu Nachbarn und habe mir das dann natürlich ideologisch alles zurechtgebogen, weil das ja irgendwie nicht so ganz damit zu vereinbaren war. Dementsprechend habe ich auch heute bin ich, glaube ich, sehr weltoffen. Ist immer sehr schwierig, sowas von sich selbst zu sagen. Ja, auf jeden Fall unterscheide ich heute nicht mehr oder unterscheide einfach nicht. Das spielt keine Rolle, woher jemand kommt, ob ich ihn mag oder nicht mag. Und ja, natürlich habe ich auch Freunde, die sicherlich nicht deutsch sind oder so. Aber wie gesagt, das spielt einfach keine Rolle mehr. Donc on précise qu'à 16 ans déjà, elle vivait à Munich dans un quartier assez multiculturel finalement, et qu'aujourd'hui elle espère être ouverte au monde, même si c'est dur de dire ça de soi-même, et qu'aujourd'hui aussi l'origine de la personne en face n'a plus vraiment d'importance finalement, qu'il soit allemand ou d'une autre nationalité, ça ne joue plus aucun rôle. Je pense qu'on pourrait encore continuer sur le podium, mais il y a des questions peut-être dans le public et on va privilégier les jeunes pour l'instant. Ich hoffe, das funktioniert. Es wurde ja auch schon Verfassungsschutz angesprochen und Polizei. Und ich habe mal einen Artikel gelesen, wo es darum ging, die Antifa und dann, dass die Antifa effektiv oder mehr Infos in Freiburg, glaube ich, gesammelt hätte als der Verfassungsschutz. Worauf der Verfassungsschutz dann allerdings antwortet, er würde eben auch mit rechtsstaatlichen Mitteln arbeiten, anders als die Antifa. Und mich würde ganz allgemein so das Verhältnis, wie war das damals, als Sie eben 14, 15 waren? Wie haben Sie damals die Antifa gesehen? Wie sehen Sie heute aus Ihrer heutigen Perspektive als Aussteigerin die Antifa? Und mich würde einfach so dieses Verhältnis und was da so
zwischen diesen Szenen, was da so passiert, das würde mich einfach sehr interessieren, wenn Sie dazu etwas sagen könnten. Donc la question c'est sur les antifascistes en fait, dont on dit souvent qu'ils ont plus d'infos que les services secrets allemands. Donc ce qui l'intéresse en fait c'est la relation qu'avait Heidi quand elle avait 14-15 ans en fait avec les antifascistes, avec les mouvements antifascistes et ce qu'elle en pense aujourd'hui. Also ich wundere mich schon auch manchmal, wie es der Verfassungsschutz schafft, so wenig Informationen zu haben. Also auf manche Sachen wird man sprichwörtlich richtig gestoßen, wenn man sich mit der Szene auseinandersetzt. Und ja, ich glaube, da muss man wirklich beide Augen zukneifen, um das dann nicht mitzubekommen. Aber wie gesagt, zum Thema Verfassungsschutz kann ich nicht viel sagen, weil ich nicht so ganz weiß, was da passiert bei denen und wie die arbeiten. Und ja. Ja, also die Antifa ist natürlich das Feindbild Nummer eins für die Szene. Antifas sind die Leute, mit denen es die meisten Reibereien gibt, weil da ja einfach auch die Konfrontation da ist, von beiden Seiten ja auch irgendwie gewünscht. Ja, also deswegen ist die Antifa eigentlich das Feindbild Nummer eins und man, ja, also hasst sich, aber ich glaube, die rechte Szene ist auch immer sehr froh, dass es die Antifas gibt, dass man da irgendwie auch so ein bisschen Hass und Frustration irgendwie entladen kann. Donc elle est assez étonnée elle-même en fait que les services secrets allemands comment ils peuvent en fait avoir aussi peu d'informations alors que des informations assez évidentes, elle s'explique pas ça parce qu'elle ne sait pas comment ils travaillent. Pour les antifascistes, bien sûr, c'est l'ennemi numéro un des, néo-nazis. C'est l'ennemi avec qui il y a le plus de conflits ouverts, mais c'est aussi recherché quelque part et souhaité des deux côtés. Cette haine mutuelle. Et quelque part aussi, elle dit que les néo-nazis sont assez contents que les antifascistes existent parce que ça donne un groupe contre lequel on peut reporter sa haine, sa frustration et sur lequel on peut taper. Est-ce qu'on peut continuer dans cette rangée en rouge? Mich würde auch nochmal Ihre Jugendzeit interessieren, wo Sie erzählt haben, dass Sie politisch aktiv waren bei der Neonazi-Szene. Was hat Sie da angezogen? Was war Ihre Motivation für die politischen Aktivitäten? La question du temps où Heidi Benneckenstein était politiquement active, qu'est-ce qui l'a attirée vers cet engagement politique et quelles ont été ses motivations? Ja, tatsächlich reicht es den meisten Jugendlichen dann irgendwann nicht mehr nur irgendwie zu saufen und so. Und ich bin ja von klein auf eigentlich schon immer eher also in diesen ideologischen Kreisen unterwegs gewesen und habe mich ja dann auch selbst wieder versucht, da so ein bisschen reinzubringen. Zum einen ist es, glaube ich, einfach die Langeweile, dieses festzustellen, dass nur Alkohol zu trinken irgendwann einfach nicht mehr so erfüllend ist. Zum anderen sucht man natürlich irgendwie auch die Konfrontation, die sich zum Beispiel, wenn man auf Demos geht, ganz, ganz klar ergibt. Und natürlich will man sich beweisen, dass man nicht so dumm ist, wie die Gesellschaft immer denkt und dass man irgendwie einen Plan davon hat, was man da tut und dass man ideologisch sehr geschult ist und ja, intelligent ist und ja, einen Grund hat, warum man in der Szene ist. Une des premières motivations, c'est l'ennui de toujours voilà, se réunir autour d'un verre sans forcément devenir actif. Une deuxième raison, c'est aussi la confrontation qui est souhaitée. Et puis enfin, c'est aussi pour se prouver qu'on n'est pas si bête que ce que la société pense, qu'on est plus intelligent, plus rusé que ça et qu'on a vraiment un plan pour agir. Il y avait d'autres questions? Oui. Encore les collègues de la même rangée. Ja, ich habe irgendwie ein bisschen den Eindruck, dass viele Menschen in der Szene wissen, dass das, was sie machen, verboten ist und irgendwie sich selbst im Klaren darüber sind, dass genau das, was sie machen, verboten ist. Und mich würde interessieren, wie kann es dann eigentlich sein, dass wenn man da drin ist, dass man selbst diese Welt für sich selbst aufrechterhält und in diesem Zusammenhang wie kommt man in der Szene an Informationen über aktuelle Ereignisse?
welche Medien verfolgt man da? Welche Rolle spielt das Internet oder hat das Internet gespielt, als es sich entwickelt hat, in den, sagen wir mal, in den 2000ern vielleicht? Ja, und dann eben die Rolle, die das auf, wie das einen prägt, dass man eben nicht aus dieser Gedankenwelt rauskommt, obwohl man weiß, dass es eigentlich die Gesellschaft ganz anders ist. Zumindest mein Eindruck. Il a, enfin, l'impression en fait que beaucoup de gens savent, ils savent très bien que c'est interdit ce qu'ils font et que c'est réprimé par la société. Donc, comment ça se fait en fait qu'on reste quand même dans ce genre d'idéologie alors qu'on sait que c'est interdit? Donc, quel rôle en fait ont surtout joué les médias? Quel rôle a joué Internet dans le fait d'accéder à des informations qui vont supporter cette idéologie et qui vont apporter de nouvelles preuves pour cette idéologie? Man muss sich ja nur mal angucken, die meisten Leute, die in die Szene einsteigen, sind dann, wenn sie da einsteigen, Jugendliche, suchen also ganz gezielt die Konfrontation mit dem Staat und die Provokation und eben auch den Reiz des Verbotenen. Ich glaube, manch einer schafft es irgendwie nie so ganz aus der Pubertät raus. Das ist leider nicht so selten. Die viele Personen, die ich dann aber auch kenne und die dann in ehrlicheren Gesprächen aber tatsächlich dann auch zugegeben haben, dass sie aufgrund ihrer Straftaten und ihrer Sozialisation, die dann nämlich nur noch in der Szene da ist, einfach keine andere Möglichkeit mehr haben, in der Szene zu bleiben. Also ich glaube, dass es irgendwann einen Punkt gibt, nämlich dann, wenn die Pubertät zu Ende ist, da sollte man schleunigst aussteigen, sonst hat man wirklich ein Problem und kommt da selbst nicht mehr raus. Also das ist ein Grund, warum ja viele Neonazis wissen, dass was sie da machen, dass das verboten ist und leben das auch sehr bewusst. Ja, die Neonazi-Szene nutzt das Internet natürlich selbst sehr. Es ist ja auch mittlerweile, man muss sich ja nur diese ganzen rechten Seiten mal anschauen. Da gibt es ja genügend, die Fake News verbreiten. Das ist meistens deren Informationsquelle. Das ist auch die Möglichkeit, sich zu vernetzen innerhalb Deutschlands, aber eben auch mit anderen Ländern. Und auch in den 2000er Jahren, ich weiß gar nicht, was jetzt gerade so die bevorzugten Seiten von Neonazis sind. Also in den 2000er Jahren gab es das Tiazi-Forum. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Das wurde verboten. Also das muss man auch erstmal schaffen, dass ein Internetforum verboten wird. War irgendwie die ganze Szene online. Man konnte sich dort über alles Mögliche austauschen. Es gab sogar einen FSK-18-Bereich. Es war da wirklich für alles gesorgt. Es gab eine Singlebörse, man konnte sich über politische Themen austauschen, man konnte sich über Musik austauschen. Man sieht schon, also die Leute sind dann gut untereinander vernetzt, weil sie einfach sonst niemanden mehr haben. Und dann gab es noch eine Internetseite, das hat so ein bisschen funktioniert wie die Bild-Zeitung, war auch ein ähnlicher Stil. Das nannte sich Alter Media, das gibt es mittlerweile auch nicht mehr, es wurde auch abgeschaltet. Also das waren so die Seiten, auf denen ich mich noch irgendwie informiert habe, wo ich noch irgendwie unterwegs war, was ich noch so mitbekommen habe. Mittlerweile, glaube ich, gibt es so große Sachen nicht mehr. Es gibt halt PI-News und Blue-News und diese Seiten, aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob die Hardcore-Nazis da auch so aktiv sind da. En fait, elle explique que quand on est ado, quelque part, on est en contact, enfin, on rentre dans la scène néo-nazie parce que on cherche la confrontation, on est quelque part dans sa crise d'adolescence, donc il y a un peu un attrait, en fait, pour l'interdit. Et le problème, c'est que certains, justement, ils sortent jamais de cette phase adolescente, quelque part. Et d'autres qui remarquent que souvent par la prison, ce qu'ils ont fait était mal quelque part, en fait n'ont plus le moyen d'en sortir parce qu'ils sont tellement enfoncés dedans que c'est très très difficile d'en sortir. Par rapport à Internet, ça a été très très utilisé. Donc il y a eu des sites néo-nazis, etc., qui propagent des fake news, donc un mot qu'on connaît aujourd'hui. Et dans les années 2000, donc elle parle de différents sites internet qui l'ont beaucoup marqué, où elle a été aussi, où en fait toute la scène néo-nazie est en ligne, on peut y parler de musique, de politique, on peut s'échanger avec des gens du même âge, avec d'autres personnes, ça a été vraiment, l'internet a été un outil très très fort pour la scène et l'est encore aujourd'hui sûrement. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal zwei Fragen zusammen. On va prendre deux questions en même temps et des questions courtes, s'il vous plaît. Ja, erstmal okay, erstmal vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Meine Frage bezieht sich auf das Umfeld.
Der Titel der Veranstaltung war ja Parallelwelt. Wie viel wussten Ihre Mitschüler, Ihre Lehrer? Inwieweit haben die das mitgekriegt? Konnten die das mitkriegen? Und dann ganz konkret, Sie arbeiten heute als Erzieherin. Was würden Sie tun, wenn Sie merken oder den Verdacht haben, dass ein Kind in so einem Umfeld aufwächst? Ich würde gerne wissen, wie Ihre Schwestern auf Ihren Ausstieg reagiert haben, ob das auch ein aktives Thema zwischen den Geschwistern war, was Sie auch in Ihrer Kindheit oder Jugend vielleicht diskutiert haben. Sie haben ja auch schon gesagt, Sie haben trotzdem nicht deutsche Bücher gelesen etc. Und wie das Verhältnis mit Ihnen, mit Ihren Schwestern heute ist. Alors on va commencer par la première question. La première question concerne l'environnement et notamment quand Heidi Benekenstein était jeune. Qu'est-ce que ses camarades de classe et ses professeurs ont perçu de son quotidien particulier dans l'idéologie nazie? Et deuxième sous-question, est-ce que que ferait-elle en tant qu'éducatrice pour jeunes enfants si elle se rendait compte qu'un enfant venait d'une famille de néo-nazis? Also ich bin ja in den 90ern in Deutschland aufgewachsen. Zu dieser Zeit war man auf das Thema Neonazis, rechte Ideologie noch überhaupt nicht sensibilisiert. Also ich glaube, vielen Leuten kam das, was in unserer Familie passiert oder was man so von außen mitbekommen konnte, einfach nur komisch vor und konnten sich das vielleicht irgendwie so ein bisschen denken, aber so richtig konkret, glaube ich, war das tatsächlich schwierig, zumindest in den ersten Jahren, als ich dann in der Pubertät angefangen habe, meine Ideologie, also diese Ideologie so nach außen zu tragen, war das natürlich sehr offensichtlich, aber ich glaube, dass da auch einfach niemand wusste, wie er damit umgehen soll. Und die meisten haben das, also sagt mein Lehrer aus meiner damaligen Schulzeit, sagt im Nachhinein, dass er nicht wusste, was da für ein familiärer Hintergrund dahinter steckt. Also für die meisten war das dann erstmal einfach irgendwie nur eine pubertäre Phase. Was natürlich sehr schwierig ist, das so zu bewerten, wenn da so viel dahinter steckt. Wenn ich feststellen würde, dass in meiner Kita eine Neonazi-Familie ist, sehr schwierig. Ist sehr schwierig für die Einrichtung, ist sehr schwierig für die anderen Eltern. Grundsätzlich muss man einfach dafür sorgen, dass dieses Kind, das ja dort in die Kita geht, dort weiter ganz normal in die Kita gehen kann, dass für dieses Kind ein geschützter Rahmen da ist, in dem es sich bewegen kann und dass man als Erzieher auch weiterhin eine Vertrauensperson ist. Natürlich muss man gucken, wenn das Kind NS-Symboliken oder andere ideologische Sachen in die Einrichtung bringt, dass man das sehr deutlich unterbindet und dass man guckt, dass das nicht an die anderen Kinder weitergegeben wird. Viel schwieriger ist es eigentlich dann mit den Eltern umzugehen, weil die meisten Eltern versuchen dann doch irgendwie ihre Ideologie unter die anderen Eltern zu streuen oder irgendwie die Kita zu unterwandern, sich da irgendwie im Elternbeirat zu engagieren oder so. Also da muss man dann leider wirklich, muss man einfach die Eltern dann soweit, isolieren. weil das, also solange, also die können müssen, natürlich geht das Kind da in die Einrichtung und natürlich sind sie da Eltern, aber natürlich hat die Ideologie da nichts verloren und sie können da als Personen hinkommen, aber eben nicht als Nazis. Und ich glaube, das muss man dann auch klar und deutlich so sagen. Genau, meine Schwestern. Ja, das ist ein bisschen schwierig, das Verhältnis zu meinen beiden. Also man muss dazu sagen, meine jüngste Schwester, die ist sehr, sehr viel jünger als ich, die ist geboren worden, als meine Eltern sich getrennt haben. Die ist aus dem Ganzen so ein bisschen raus, die ist in der Ideologie nie aufgewachsen, die ist ganz anders groß geworden als wir. Das Verhältnis zu meinen beiden älteren Schwestern ist nachhaltig gestört. Ich glaube, das wird auch nie wieder irgendwie gut werden oder nie wieder irgendwie eng werden. Man merkt das auch, wir haben alle drei, glaube ich, eine ganz unterschiedliche Art und Weise, wie wir damit umgehen. Ja, ich bin diejenige, die sich da natürlich am deutlichsten davon distanziert. Das kommt bei meinen Schwestern auch nicht gut an, weil sie irgendwie das Gefühl haben, dass ich damit die Familie öffentlich mache und sich da, glaube ich, dann auch irgendwie so ein bisschen auf die Füße getreten fühlen. Meine eine Schwester hat noch ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater, sagt aber selbst, dass sie nichts mit der Ideologie zu tun hat und versucht, das irgendwie zu trennen, was meiner Meinung nach aber einfach nicht möglich ist. Aber ja, sie ist erwachsen, sie muss das selbst entscheiden. Und meine anderen Schwester, die ist da definitiv ideologisch raus und hat auch keinen Kontakt zu meinem Vater, aber da ist einfach ja das Verhältnis irgendwie von klein auf so zerstört worden und so viel
ja, so viel Konkurrenzdruck unter uns erzeugt worden, dass das einfach, glaube ich, nie wieder gut wird. Also ja. Aber zu meiner kleinen Schwester habe ich ein sehr gutes Verhältnis, um was Positives zu sagen. Donc par rapport à l'environnement, dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup de sensibilisation en fait par rapport à l'idéologie néo-nazie. Donc elle pense pas que concrètement ses amis savaient dans quel genre de famille elle grandissait. Pendant la puberté, ça a été très très clair, mais les professeurs savaient pas vraiment comment aborder ce sujet et s'en sont pas rendus compte en fait et pensaient que c'était quelque part une phase adolescente en fait qu'elle traversait. Si dans son jardin d'enfants elle remarquait qu'un enfant venait d'une telle famille, elle dit clairement que c'est très très dur et qu'il faut essayer à ce moment-là que cet enfant reste à tout prix dans le jardin d'enfants, qu'il faut essayer d'être une personne de confiance avec qui l'enfant peut se confier et où il sait qui peut avoir confiance. Par contre, il faut aussi mettre des limites très claires s'il ramène des symboles ou s'il rapporte des idées qu'il a entendues à la maison qui relèveraient d'une idéologie néo-nazie. Le plus dur, en fait, c'est le contact du coup avec les parents, parce que souvent c'est les parents qui vont essayer d'amener l'idéologie dans le jardin d'enfants en s'engageant, en ayant un engagement très fort dans le jardin. Et à ce moment-là, il faut essayer de les isoler pour pas que cette idéologie soit propagée à l'intérieur du jardin d'enfants. Par rapport à la question de la relation avec ses sœurs, donc elle a une sœur qui est beaucoup plus jeune, qui a à peu près 10 ans de moins. Et du coup, qui n'a pas vraiment grandi dans cette idéologie, avec qui il a encore du contact. Avec ses deux sœurs aînées, c'est beaucoup plus difficile. Le contact est sporadique et pas bon du tout. Elles ont toutes les trois différentes formes de gérer cette situation dans laquelle elles ont grandi et qui a généré aussi une concurrence entre elles tellement grande qu'elles n'arrivent pas forcément à aller au-delà. Une sœur a encore du contact avec le père et essaie de se séparer de l'idéologie, et l'autre en est clairement sortie. Et elles sont aussi quelque part un peu en colère qu'elle ait porté cette histoire au grand public, en fait. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions dans le public? Parce qu'il faudrait peut-être qu'on arrive à la fin. Je dirais une dernière question. Et puis après, on peut encore continuer autour d'un verre. Paul Arnault, Jurist. Je veux savoir, werde ich meine Frage auf Französisch stellen. Je veux savoir, vous avez longuement parlé. Mais une question courte, s'il vous plaît, parce que on est déjà. Vous avez longuement parlé de votre famille, des conflits, des distances entre votre père et votre mère. Quelle était l'attitude de votre père? C'était un homme épanoui dans son travail, il avait des amis. Il y avait des gens qui venaient souvent le soir, des amis à la maison. Est-ce qu'il y avait un entourage profond ou est-ce que c'était une idéologie partagée par lui tout seul? Est-ce que c'était une convergence d'idées qui alimentait beaucoup de personnes autour de lui ou est-ce que c'était lui tout seul? Okay. Also natürlich hat mein Vater, ist ja selbst als Neonazi sehr gut vernetzt gewesen in der Szene, war auch Mitglied irgendwie schon seit den 80er Jahren in verschiedenen Parteien und Organisationen und ist natürlich da auch deutschlandweit sehr vernetzt und auch mit Verlegern und so weiter. Also wir haben da auch immer zu Weihnachten dicke Pakete mit Neonazi-Büchern bekommen und so. Und natürlich waren diese Leute auch bei uns zu Hause und wir waren mit deren Kindern befreundet und ja, also das ist dann, da findet dann einfach die Parallelwelt statt, wo im eigenen Elternhaus tatsächlich einfach nur Neonazis oder fast nur Neonazis verkehrt sind. Par rapport à son père, en fait, son père était très bien connecté dans la scène néo-nazie. Il avait un grand réseau. À Noël, il recevait des livres pleins de des paquets pleins de livres néo-nazis par leurs amis éditeurs. À la maison, il fréquentait des néo-nazis. Ils étaient amis avec les enfants des néo-nazis. Quelque part, et c'est un joli mot de la fin, c'est exactement ce monde parallèle dans lequel on vit, d'avoir que des gens qui viennent de ce réseau à la maison.
Danke, Lena. Sie haben das wirklich schon gut als Mot de la fin bezeichnet. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind und dass wir die Gelegenheit hatten, so ausführlich über Sie und auch so offen über Ihre Sozialisation zu sprechen als Neonazi-Jugendliche und auch über die Schwierigkeiten der, ja, der Abnabelung davon. Ich glaube, das hat uns alle hier sehr beschäftigt, die, ne, alle, die hier auf dem Podium sitzen. Ich kann sagen, dass es, glaube ich, selten so intensive Diskussionen schon im Vorhinein gegeben hat, bei der Vorbereitung. Und das hätte es ohne Ihr Buch nicht gegeben. Und ich muss natürlich sagen, dass alle, dieses Buch ist nicht übersetzt, aber dass alle, die, die dieses Buch lesen, glaube ich, noch einen wirklich vertieften Eindruck in das bekommen, was das, was Sie heute Abend beschrieben haben. Denn diesen Sozialisationsprozess, diese Ideologie, diese umfassende Parallelwelt habe ich mir so nicht vorstellen können und die ist wirklich erschreckend. Ich kann nur hoffen, dass sie nicht so zahlreich ist, wie es fast den Eindruck hat, wenn man ihr Buch liest. Auf jeden Fall war das ein sehr wichtiger, glaube ich, Beitrag zu der Erziehung in Zeiten von AfD, NPD, Pegida und so weiter. Man kann sich da schwer manchmal hineindenken, aber ich glaube, man erfährt einiges, wenn man Ihr Buch liest. Und so ist es uns allen gegangen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind. Ich danke sehr unseren Studenten, die hier wunderbar vorbereitet und diskutiert haben. Und den beiden anderen Studenten, die hervorragend übersetzt haben. Und wirklich, das war eine große, große Leistung. So haben wir den Abend Deutsch-Französisch machen können. Denn ursprünglich hatten wir das eigentlich diesmal mal als nur deutsche Veranstaltung geplant. Aber es hat sich, glaube ich, gezeigt, dass es sinnvoll war, das zu übersetzen. Und jetzt wäre ich froh, wenn jemand mich übersetzt. Darf ich dazu noch was anmerken? Das Buch erscheint irgendwann auf Französisch. Ja. Also zumindest habe ich irgendwie einen Titelvorschlag bekommen auf Französisch. Ja. Aber ich weiß jetzt tatsächlich nicht, welcher Verlag, weil das alles über meine Agentur läuft. Aber es lohnt sich zu warten. Donc, merci beaucoup à Heidi d'être venue parler ce soir, qui nous a donné quelque part une sorte d'entrée dans ce monde parallèle qu'on n'imaginait pas comme ça et qui était très très dur d'imaginer. Donc merci d'être venue ce soir. Merci aussi aux étudiants qui ont préparé cette conférence et qui ont tenter de traduire cette conférence. Du coup, ce livre, pour l'instant, n'existe qu'en allemand, mais il va probablement être traduit en français dans les prochains mois. Enfin, on espère dans les prochains mois. Et donc, du coup, pour ceux qui s'intéressent plus à ça, on peut que vivement le conseiller. Ça donne vraiment... Enfin, juste de l'avoir lu là, c'est vraiment intéressant et ça donne... ça donne une vue qu'on n'a pas dans d'autres situations. Donc, ja, vielen Dank, dass du hier warst und dass du den Mut hattest, dieses Buch zu schreiben. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.